Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Grundkurs Wärmewende Teil 2, Sanieren und Energiesparen, hier im Zoom der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung und werde Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten. Warum machen wir einen Grundkurs Wärmewende? Wärme wird ja manchmal als der schlafende Riese der Energiewende bezeichnet. Wenn man Energiewende hört, dann denken die meisten Menschen an Strom. Die Wärme ist aber der weitaus größere Teil der Energie, um die es hier geht. Mehr als die Hälfte des jährlichen Energiebedarfs nutzen wir für Wärme. Knapp 30% der CO2-Emissionen Deutschlands entfallen auf den Gebäudebereich. Gleichzeitig ist der Umbau der Wärmeversorgung in Richtung regenerative Energien in den letzten 20 Jahren fast überhaupt nicht vorangekommen. Es sind ungefähr 15% der Wärme ist regenerativ. Im Strom sind es ja schon fast 50%. Das ändert sich vielleicht gerade ein bisschen, aber die Wärmewende stand bisher im Schatten der Stromwende. Ja, dieser Grundkurs richtet sich an Menschen, die schon immer wissen wollten, warum es eigentlich mit dem Wärmemarkt so schwierig ist, was das Besondere am Wärmesektor ist und wie man vielleicht das ändern könnte, wie man die Hindernisse beseitigen könnte, um auch die Wärmewende anzupacken und dann die Energiewende vollständig zu machen. Wir haben uns hier eine sehr kompakte Einführung in dieses Thema vorgenommen. Der Grundkurs Wärmewende hat zwei Teile. Der letzte Teil hat schon am vergangenen Donnerstag stattgefunden zum Thema Heizen. Heute schauen wir uns das Thema Energieeffizienz, was ja auch ein notwendiges, eine notwendige Zutat zu der Sache ist, genauer an. Und der ganze Kurs ist passend zum Erklärheft Böll Fakten Wärmewende mit dem Titel Besser wohnen mit Klimaschutz, das vor kurzem bei uns erschienen ist auch. Und wir machen das Ganze mit dem IFOI, also mit dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Das ist eines der bekanntesten Umweltforschungsinstitute in Deutschland. Und der Kurs und das Heft sind beides Produkte, die wir gemeinsam entwickelt haben. Es ist aber nicht das erste, was wir zusammen machen. Wir haben auch schon 2015 ein Leitfaden Wärmewende in Kommunen herausgegeben, der sich mehr an ein Fachpublikum richtete. Und dieses ist jetzt nochmal der Versuch, das Ganze nochmal etwas breiter für weitere Bevölkerungsschichten sozusagen anzubieten. Ja, der Referent unserer Veranstaltung ist Martin Pehnt, den ich kurz gerne vorstellen möchte. Martin Pehnt ist wissenschaftlicher Geschäftsführer und Vorstand am IFOI. Er ist von der Ausbildung aus Physiker. Seine Arbeitsschwerpunkte sind erneuerbare Energien, Energieeffizienz und auch politische Instrumente der Energiewende. Und ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, dass Martin Pehnt sicher einer der einflussreichsten politischen Berater ist für verschiedene Regierungen auf Landes- und Bundesebene in der Vergangenheit, möglicherweise auch in der Zukunft. Und außerdem ist er der Hauptautor unseres Heftes, unseres Böll-Faktenheftes. Und das hat sich natürlich angeboten, dass er natürlich auch diesen Kurs, das Referat zu dem Kurs hält. Ich möchte, bevor wir so richtig loslegen, noch ein paar kurze Hinweise geben zur Publikumsbeteiligung. Sie können Ihre Fragen, es werden sicherlich viele Fragen kommen, die können Sie gerne stellen im Frage- und Antwort-Tool. Das Frage- und Antwort-Tool wird betreut von Clemens Hecker, der mir die Fragen zuspielt. Ich werde dann die Fragen in die Diskussion einbringen. Martin Pehnt wird seinen Vortrag in zwei Teilen halten, die jeweils so 20 Minuten dauern. Vielleicht machen wir auch noch einen Zwischenstopp sozusagen, um Fragen reinzunehmen, damit dann nicht so zu viele Fragen sich anhäufen. Und ich bitte schon mal im Vorhinein um Verständnis, wenn wir nicht alle Fragen beantworten können. Also wir hatten bei dem vergangenen Kurs wirklich sehr viele Fragen und es ist nicht machbar in dieser Zeit, das alles zu bearbeiten. Wenn Sie Ihre Frage persönlich stellen wollen, dann gibt es diese Möglichkeit auch, dann ist die Bitte im Frage- und Antwort-Tool ein T für Ton oder ein V für Video vorne wegzuschreiben, dann wissen wir, dass Sie persönlich reinkommen möchten und dann können wir Sie zuschalten, entweder nur mit Ton oder mit Bild und Ton.
Und vorweg auch schon mal die Ansage, wir werden Ihnen die Präsentationen zur Verfügung stellen, auch vom letzten Mal, auch von diesem Mal, und machen eine Aufzeichnung, sodass auch dieser Mitschnitt später nochmal angeschaut werden kann und geteilt und so weiter. Jetzt, bevor wir so richtig loslegen, möchten wir aber gerne noch etwas über Sie wissen. Und ein bisschen kennenlernen, wer Sie eigentlich sind, die hier mit uns im Zoom sind. Und wir haben zwei Fragen vorbereitet, zwei Umfragen, die wir Sie bitten, auszufüllen. Und zwar möchten wir über Sie wissen, was Ihr beruflicher Hintergrund ist, beziehungsweise Ihre Motivation zum Mitmachen, also wofür brauchen Sie das? Und das Zweite ist die Frage, aus welcher Region Deutschlands Sie kommen. Und es wäre sehr schön, wenn Sie jetzt da abstimmen würden, damit wir einen kleinen Eindruck von Ihnen bekommen. Vielen Dank. Da bekommen wir schon das Ergebnis. Kommunalpolitik und Verwaltung sind an der Spitze. Das war halt beim letzten Mal auch so, aber wir haben doch weiter eine ganz gute Streuung aus Teilnehmern. Ja, und aus welcher Region Deutschlands? Das ist diesmal der Norden. Letztes Mal war es der Süden. Das ist ja sehr interessant. Gut, okay. Also, jetzt haben wir ein bisschen Gefühl bekommen, wer hier teilnimmt. Und ich würde jetzt einfach sagen, Bühne frei für Martin Pehnt. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Sabine Drewes, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können mich auch gut verstehen. Ich übernehme jetzt den Staffelstab und habe jetzt die schwierige Aufgabe, Sie in den nächsten 2 Stunden durch das ganze Thema Energieverbrauch, Energieeinsparung, Energieeffizienz zu führen. Diejenigen, die letztes Mal da waren, die haben sich schon von der Heizung, von den Infrastrukturen, die wir zur Versorgung unserer Gebäude brauchen, unterrichten lassen. Und ich möchte jetzt sozusagen eingehen auf das, was manchmal in der Diskussion eigentlich zuerst kommt. Efficiency first heißt es ja oft, nämlich die Einsparung. Ich teile dazu gerade mal meinen Bildschirm, Augenblickchen. So, jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen. Genau, also dieser Kurs teilt sich ja in 2 Teile. Dieser zweite Teil, um den es heute geht, da beschäftigen wir uns mit all dem rund um Energieeinsparung. Ich habe das hier nochmal etwas genauer untergliedert. Also es geht auf der einen Seite natürlich um Gebäudedämmung, also um das, was wirklich die Gebäudehülle vor allen Dingen auf einen guten Energiestandard bringt. Damit eng verknüpft in der Diskussion oft auch das Thema, wie ist eigentlich die Ökobilanz, die graue Energiebilanz dieser Maßnahmen. Ich möchte kurz, und das kann ich leider nur streifen, weil wir nicht so viel Zeit zur Verfügung haben, weitere Effizienzmaßnahmen, Lüftung beispielsweise nennen. Und dann aber nochmal 2 Blöcke einfügen. Da geht es dann eher um Sanierungsstrategien. Wie kommen wir eigentlich in einen Sanierungsprozess rein? Auch die Frage der Kosten von Gebäudestandards. Also es geht auch nicht nur um Sanierung, es geht auch um sozusagen Energieeinsparung, Energieeffizienz insgesamt. Und wie können wir das Ganze dann aber auch sozial abpuffern? Ein kleiner Blick in die politische Diskussion und auch die Frage, welche Rolle kann Suffizienz, also wirklich ja, ein bewussterer Umgang mit unserer Nachfrage nach Quadratmetern oder auch nach Kilowattstunden tatsächlich spielen? Also das ist das, was ich in den nächsten 2 Stunden mit Ihnen vorhabe und ich hoffe, dass ich da an der einen oder anderen Stelle ein paar neue Informationen für Sie mit auf den Weg geben kann. Wenn Ihnen das nicht ausreicht, dann haben Sie die Möglichkeit, weiterzulesen. Also gerade jetzt zu diesem Thema gibt es beispielsweise mein Lehrbuch, das ist mittlerweile, das muss ich dazu sagen, 11 Jahre alt, Energieeffizienz, ein Lehr- und Handbuch. Das überarbeiten wir gerade, das wird aktualisiert, aber eben noch nicht auf dem Markt. Aber die Informationen, die da drin stehen,
sind insbesondere alles, was sozusagen technische Fragestellungen anbelangt, natürlich noch auf einem guten Stand. Aber auch weitere Broschüren, zwei davon hat Sabine Drewes eben schon genannt, und auch eine Broschüre zum Thema Energieeffizienz, die wir einmal im Auftrag des Umweltministeriums gemacht haben, führt da noch weiter. Also das vielleicht einfach als Zusatzinformation, wenn Ihnen das heute nicht ausreicht, denn einige der Themen kann ich tatsächlich auch nur antippen. Ja, dieses Bild für diejenigen unter Ihnen, es kommen jetzt zwei Bilder, die Sie, wenn Sie letztes Mal dabei waren, auch schon gesehen haben, als ja gewissermaßen als roter Faden. Ich hatte letztes Mal auch schon gesagt, dass es eigentlich drei Säulen gibt, auf denen sozusagen eine Wärmewende, wenn wir jetzt über die Wärmewende im Bereich der Gebäude sprechen und die industrielle Prozesswärme einmal außen vor lassen, die dort eine große Rolle spielen. Das ist auf der einen Seite der spezifische Verbrauch, also den Energieeinsatz, den man pro Quadratmeter Wohnfläche benötigt für Raumwärme, aber auch für die Bereitstellung von Warmwasser. Und gerade der Energieverbrauch für Raumwärme ist in den letzten Jahren, das zeigt diese Kurve hier, eigentlich erstaunlich flach verlaufen. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, womit das zusammenhängt. Und das müssen wir natürlich durch mehr Sanierungsaktivitäten, auch gute Neubaustandards voranbringen, dieses Thema. Und da soll es heute drum gehen. Es soll auch gehen um diese zweite Säule, nämlich der verminderte Flächenbedarf. Es ist nämlich nicht nur so, dass unser Verbrauch pro Quadratmeter sinkt oder nicht schnell genug sinkt, sondern wir haben zusätzlich auch noch einen steigenden Pro-Kopf-Bedarf an Fläche durch verschiedenste Phänomene, demografische Effekte, mehr Single-Haushalte, höheres Einkommen und so weiter. Damit ist unser Pro-Kopf-Verbrauch innerhalb der letzten ungefähr 30 Jahre von 35 auf 47 Quadratmeter gestiegen. Das ist beträchtlich. Und diese Quadratmeter müssen natürlich auch beheizt werden. Und dann das Thema von letztem Mal, das ist das erneuerbare Heizen, das auch nicht im erforderlichen Maße vorangegangen ist. Und wenn Sie die Diskussion der letzten zwei Wochen verfolgt haben, dann ist dieses Bild schon wieder nicht mehr ganz aktuell, aber es gibt ja schon wieder die aktuelle Studie dazu, nämlich das Klimaschutzgesetz, das ja jetzt verabschiedet wurde, wurde ja schon wieder angepasst, Klimaneutralität auf 2045 vorgezogen. Hier nochmal ein Bild, wie es denn aussehen könnte, wenn wir es auf 2050 beziehen. Und was wir auch beim letzten Mal schon gesehen haben, ist, dass auf der einen Seite der Energieverbrauch insgesamt sinken muss, und wie das geschehen kann, darum geht es heute, nämlich durch Effizienzsteigerung, aber auch durch Suffizienz, und dass wir ansonsten dann eben erneuerbar heizen müssen. Und das haben wir beim letzten Mal ausführlich besprochen. Warum ist das so ein wichtiges Thema? Was ich hier nochmal aufgeführt habe, sind die Verteilung der Effizienzklassen. Sie wissen, jedes Gebäude braucht unter gewissen Bedingungen einen Energieausweis, der eine Effizienzklasse beinhaltet. Von A+ bis H geht das. Und wenn Sie sich dieses Bild einmal anschauen, also links die Ein- und Zweifamilienhäuser mit ihren Effizienzklassen, daneben die Mehrfamilienhäuser und hier das gewichtete Mittel daraus, bezogen auf die Wohnflächen, also gewichtet nach Wohnflächen, dann sehen Sie, dass gerade die kleinen Häuser, die einen Zweifamilienhäuser, zu einem großen Teil in dieser schlechtesten Effizienzklasse oder in den schlechten Effizienzklassen drin sind. Bei den Mehrfamilienhäusern ist es ein bisschen verschoben, einfach weil die weniger Oberfläche haben und deswegen einen besseren Endenergiebedarf haben. Aber immer noch, wenn man das zusammennimmt, entstehen 50% der CO2-Emissionen in den beiden schlechtesten Gebäudeklassen. Das heißt, da lohnt es sich wirklich, bei diesen schlechtesten Gebäuden auch anzufangen. Und wenn man sich das nochmal anschaut, wer besitzt denn eigentlich diese Gebäude, dann sieht man auch schon einen kleinen Grund dafür, warum das eigentlich so kompliziert ist mit der Wärmewende, nämlich im Bereich des Ein- und Zweifamilienhausbereiches, da haben wir einen sehr, sehr hohen Anteil an Privateigentümern. 96% der Wohnungen werden von Privateigentümern besessen, während bei den Mehrfamilienhäusern das ungefähr Drittel, Drittel, Drittel aufgeteilt ist nach Privateigentümern, nach Eigentümergemeinschaften,
Mieten und nach Wohnungsunternehmen. Und die haben natürlich jeweils eine völlig andere Struktur der Entscheidungsfindung. Sie kennen die sprichwörtliche Eigentümerversammlung wahrscheinlich, vielleicht der eine oder die andere aus eigener Erfahrung, mit ganz anderen Hemmnissen als zum Beispiel ein Wohnungsunternehmen, das sein Gesamtportfolio im Blick hat und da eine professionelle Planung macht, aber eben auch mit einem bestimmten Budget umgehen muss. Und der letzte Punkt, bevor ich dann einsteige wirklich in die Effizienz: Warum können wir jetzt nicht einfach sagen, wir machen das mit erneuerbaren Energien? Da hatten wir letztes Mal auch kurz drüber gesprochen. Auch die erneuerbaren Energien sind begrenzt, sei es über die Dachflächen für Photovoltaik oder auch für Solarthermie. Auch die freien Flächen in Deutschland sind begrenzt, weshalb wir nicht einfach in die Fläche bauen können. Das Biomassepotenzial, und da streiten sich viele Sektoren und wollen das haben. Bei der Geothermie ist es eher die Frage, ist das geothermische Vorkommen in der Nähe auch von Wärmedichten, von Abnehmern, um das mit Wärmenetzen dahin zu bringen. Und bei den Wärmepumpen sind es oft eher bauliche Restriktionen. Die Frage, kann ich ein Außengerät aufstellen oder kann ich bohren mit einer Erdsonde und solche Dinge mehr. Und ich will damit einfach sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, und das können wir auch dann später nochmal diskutieren, auch sparsam mit erneuerbaren Energien umzugehen, auch volkswirtschaftlich. Und deswegen brauchen wir einfach die Energieeffizienz. Und da fange ich mit der Dämmung an. Dämmung ist eigentlich was ganz Altes. Selbst, und das ist ein schönes Bild, das die Hessische Energiesparaktion hervorgeholt hat, dass selbst sozusagen die in der Bronzezeit mit Grasfüllung Dämmungen mit gar nicht so schlechten Dämmwerten erzeugt wurden. Und ein ganz wichtiger Begriff ist da der sogenannte U-Wert, der Wärmedurchgangskoeffizient. Der beschreibt nämlich im Prinzip, wie viel Wärme geht durch einen Quadratmeter durch, wenn ich zwischen außen und innen 1 Grad Celsius oder 1 Kelvin Temperaturdifferenz habe. Und ich will Sie jetzt nicht mit Formeln so stark malträtieren, aber dieses Bild hier, diese Formel zeigt, dass da ganz wesentlich eingeht, diese beiden Faktoren hier. Das ist die sogenannte Wärmeleitfähigkeit des Materials. Und das ist die Dicke des Materials. Das sind eigentlich die beiden Hauptkennwerte neben diesen Übergangswiderständen, die an der Stelle bestimmen, wie gut eigentlich eine Wand abschließt gegenüber des Wärmeübergangs, also sozusagen die Kälte draußen lässt, um es so zu formulieren. Wenn ich auf die nächste Folie gehe, ein U-Wert von 0,16 Watt pro Quadratmeter Kelvin ist dann immer die entsprechende Einheit. Das ist schon ein sehr guter U-Wert, der liegt unter den Anforderungen der KfW an Einzelmaßnahmenförderung. Das ist so etwas, wo wir sagen würden, das ist wirklich zielkonform, das ist ein guter U-Wert für eine Außenwand. Und wir sehen auf diesen Bildern dieses wärmende Kleid des Gebäudes, das kann man eigentlich relativ einfach erreichen. Also ob das jetzt hier eine normal aufgebaute Wand ist mit einem 20 cm Mineralwolle oder anderem Dämmstoff mit einem ähnlichen Wärmeleitwert, ob das ein Dämmziegel ist, ob das ein Holzständerbau ist, der mit Zellulose gefüllt wird, also mit Altpapierschnipseln. Das sind alles Wandkonstruktionen, die auf diesen Dämmwert von 0,16 führen und damit eigentlich sozusagen sehr gute, auf einen U-Wert von 0,16 führen und damit gut geeignet sind. Wenn man das mal umgekehrt nochmal aufzeichnet, um auf einen U-Wert von 0,28 zu kommen, das ist der Richtwert, oder nicht Richtwert, der Wert des Referenzgebäudes. Das ist mittlerweile, würde ich das schon als deutlich veraltet bezeichnen. Auch das sind so Dinge, die man im Gebäudeenergiegesetz diskutieren muss. Dann sieht man hier, wie dick eigentlich eine Wand sein muss, um diesen Richtwert zu erreichen. Also bei der Mineralwolle wären das dann zum Beispiel 13 Zentimeter. Das ist hier oben, oder auch bei Styropor, Polystyrol hat man ähnliche Dicke, die man dafür braucht. Wenn man in Richtung anderer Dämmstoffe geht, Kork, Seegrasmatten, Schilfrohr, dann muss man eventuell, weil die Wärmeleitfähigkeit etwas besser ist, also der U-Wert etwas schlechter, muss man entsprechend etwas dicker dämmen. Es gibt natürlich auch Materialien wie Vakuumdämmung, die sehr, sehr dünn gemacht werden können, dafür aber auch teurer pro Quadratmeter sind. Was ich mit diesem Bild zeigen will, sozusagen dieses Argument, das oft kommt, es reicht doch auch eine Ziegelwand. Nein, die Ziegelwand, die müsste, wenn sie nicht entsprechende Vorkehrungen hat, also beispielsweise
Luftporen und Dämmstoffe eingebaut, dann müsste sie äußerst dick sein, erst recht eine Betonwand. Aber das Gute an der Sache ist, man hat eine ganze Reihe von Materialien zur Auswahl. Und das ist, glaube ich, auch in der ganzen Dämmstoffdebatte sehr wichtig. Ich würde Sie gerne so ein bisschen, also je nachdem, wie Sie dazu stehen, seit 2013 gibt es ja so eine sehr skeptische Stimmung gegenüber Wärmedämmung. Ich glaube, das müssen wir überkommen, weil ohne Wärmedämmung können wir die Energiewende nicht erreichen. Ich mache gleich noch mal so ein paar Ausführungen dazu. Das Gute ist, es gibt einfach sehr viele Dämmstoffe, sehr viele Materialien, die man einsetzen kann, auch sehr viele Konstruktionen. Das Wärmedämmverbundsystem ist natürlich günstig, dass ich einfach auf die Außenwand mache. Ich kann aber auch eine Kerndämmung machen zwischen zweischaligem Mauerwerk. Ich kann eine vorgehängte Fassadenkonstruktion wählen. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Dämmung zu machen. Und natürlich würde man nie auf die Idee kommen, eine wunderschöne Gründerzeitfassade wegzudämmen. Meistens sind die ja auch nur an der Vorderseite. Und dann gibt es die Möglichkeit, innen zu dämmen. Das muss man dann etwas sorgfältiger machen und auf bestimmte bauphysikalische Dinge achten. Aber das ist an der Stelle auch machbar. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Diskussion. Und vielleicht noch ein paar Dinge, die ich Ihnen da auf den Weg geben will. Wir hatten mal in einem Projekt zusammen mit der TU Darmstadt die ganzen Effizienzhäuser ausgewertet. Das war so ein Pilotvorhaben, Niedrigenergiehäuser im Bestand hieß das, auch architektonisch mal ausgewertet. Und was wir da schon festgestellt haben, ist, dass man so ein bisschen einen Blick dafür haben muss, wie man das die Wärmedämmung wirklich bewerkstelligt. Also sehr oft finden wir da dominante Farbgebung oder vielleicht keine an die Gebäudeidentität oder die Umgebung angepasste Vorgehensweise. Und das muss man natürlich bei Dämmung genauso machen wie bei sonstiger guter Architektur auch. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ob man mit Dämmung gestaltet, ob man Zonen anlegt, also beispielsweise nicht unbedingt die Außenwand dämmt, sondern vor eine erhaltenswerte Fassade da noch so eine Konstruktion reinsetzt, ob man es ins Gebäude integriert oder eben Innendämmung macht. Das alles sind Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das ist dann wirklich auch eine Herausforderung aus meiner Sicht für Architektinnen und Architekten, sozusagen eine effiziente Gebäudehülle hinzubekommen und die auch architektonisch gut zu gestalten. Und es ist natürlich auch eine Frage des Geldbeutels und dessen, was man bereit ist, dafür auszugeben, wobei die architektonisch anspruchsvollen Lösungen jetzt nicht unbedingt deutlich teurer sein müssen als die anderen. Und das führt mich dann auch zu einem wichtigen Thema, das dann natürlich eine große Rolle spielt. Dann kommt oft die Frage, ja, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt wirtschaftlich, ja oder nein? Und ich habe Ihnen diesen Screenshot aus einem kleinen Tool, das ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, mal mitgebracht, um zu zeigen, ganz so einfach ist das nicht, diese Frage zu beantworten. Es hängt sehr stark davon ab, wie ist der Ausgangszustand des Gebäudes. Es gibt ja auch viele Gebäude, die schon ein bisschen gedämmt sind, aus den 90er Jahren beispielsweise. Da ist natürlich die Wirtschaftlichkeit schlechter, weil ich mit der gleichen Dämmung weniger Energie einsparen kann. Und dieses Tool, das Sie bei der, auf der Webseite des BBSR, also des Bundesamts für Bauordnung und Raumentwicklung, runterladen können, beziehungsweise dem dazugehörigen Forschungsinstitut, das ist sehr empfehlenswert, weil man dann selber einfach ein bisschen rumspielen kann. Man kann sozusagen Ausgangs- und Endzustand eingeben. Man kann auch die Energiekosten ausrechnen und hat dann die Möglichkeit, mit verschiedenen Parametern sich die Wirtschaftlichkeit auszurechnen. Also jetzt mal angenommen, man hat einen Ausgangs-U-Wert von 1,2 gehabt und man geht auf einen 20 cm dicken Dämmstoff und man setzt mal Gaspreise von ungefähr 6,5 Cent pro Kilowattstunde ein, dann kann man ausrechnen für verschiedene Investitionskosten, also ich sag mal 170 Euro, das ist so ein typischer Wert. Was ist denn eigentlich wie hoch sind die Kosten der eingesparten Kilowattstunde Energie? Also ich rechne quasi die eingesparte Energie um in Einsparkosten. Und dann sehen wir zum Beispiel, wenn ich sowieso den Putz sanieren muss, das kostet auch etwas pro Quadratmeter, dann komme ich auf 6 Cent pro Kilowattstunde eingesparter Kosten Energie, Endenergie. Das heißt, das ist eigentlich eine Maßnahme, die dann wirtschaftlich ist. Wenn ich sozusagen diese Dämmung einfach so mache und nichts an der Wand ansteht, dann sind die Kosten unter den gegebenen Randbedingungen höher als die der heutigen Endenergieträger, so wie sie im Moment vorliegen. Und so
So kann man mit diesem Tool sehr schön rumspielen und man sieht dann eigentlich sehr schnell sozusagen eine Außenwanddämmung. Das gilt weniger für Kellerdecke und Geschossdecke, aber eine Außenwanddämmung sollte man vor allen Dingen dann machen, wenn ohnehin Maßnahmen anstehen. Das nennen wir dann das Kopplungsprinzip. Und dann ist es aber in vielen Fällen, wenn ich eh ein Gerüst stelle, eh Maßnahmen mache, auch eine wirtschaftliche Maßnahme, die dann auch noch den Folgeeffekt hat, dass ich die Temperaturen, die Heiztemperaturen im Gebäude absenken kann, also mit den gleichen Heizkörpern mit niedrigerer Temperatur fahren kann und dann zum Beispiel viel besser Wärmepumpen einbauen kann. Das hatten wir letztes Mal, diese Fitness für erneuerbare Energien. Also ein sehr lohnenswertes Tool, auch andere Dämmmaßnahmen, andere Effizienzmaßnahmen kann man damit rechnen, beispielsweise das Dach oder die Kellerdecke. Das sind ja übrigens Maßnahmen, die man oftmals auch vorziehen kann. Also die Kellerdecke oder die oberste Geschossdecke beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus, solche Maßnahmen kann man dann auch entsprechend vorziehen. Letztes Thema in diesem Blog zur Dämmung, den ich hier auch noch gerne aufgreifen möchte. Man kann natürlich über viele Details an der Stelle dann auch sprechen. Das ist das Thema graue Energie und Ökobilanz. Das mache ich deshalb, weil dieses Thema so wahnsinnig oft im Moment aufkommt, überall, wo man hingeht. Und das ist auch gut so. Also das ist auch ein Thema, dem wir uns im IFOL auch sehr intensiv widmen. Wie kann man Kreisläufe schließen? Wie kann man es verhindern? Dass man sozusagen in der Ökobilanz der Herstellung alles wieder verbockt, was man dann in der Nutzung nicht mehr einspart. Und da möchte ich einfach so ein paar Punkte noch mit auf den Weg geben in diese Debatte. Und ich habe dazu nochmal Zahlen herausgeholt aus einem Forschungsprojekt von EGS Plan. Es gibt mehrere Forschungsprojekte, die sich diesem Thema auch intensiv für Beispielgebäude auch gewidmet haben. Und ich habe da mal hierher geholt, sozusagen die graue Treibhausgasbilanz beziehungsweise die gesamte Lebenszyklus-Treibhausgasbilanz von verschiedenen Gebäuden, also einem unsanierten Altbau auf der einen Seite, einem Gebäude nach Energieeinsparverordnung gebaut, einem Nullenergiegebäude und einem Plusenergiegebäude, das also sogar über eine Solaranlage noch im Jahresmittel mehr Energie erzeugt, als es braucht. Und hier in Grau sehen Sie die Energie für die Herstellung, für die Konstruktion des Gebäudes und in Orange den Betrieb des Gebäudes. Und zunächst mal sehen Sie an der Stelle, dass natürlich der Betrieb im Altbau immer noch das ist, was dominiert. Also wenn wir uns die Frage stellen, lohnt es sich eigentlich eine Sanierung zu machen, ja oder nein? Ist die Frage immer aus energetischer, aus Lebenszyklussicht, ist das immer eine gute Sache, eine Sanierung zu machen, ob jetzt Sanierung oder Bestandsersatz, das ist dann nochmal im Detail zu klären, aber gerade weil ich diese riesige, hohe Energiemenge aus dem Betrieb einsparen kann. Je mehr ich dann zu hochenergetischen, hocheffizienten Gebäudekonzepten komme, desto mehr, das sehen Sie hier an diesem steigenden grauen Anteil in der Kurve, desto mehr steigt natürlich der Anteil der Konstruktion an. Wenn Sie von links nach rechts gehen, dann steigt der graue Säulenanteil. In der Nutzung haben Sie dann kaum noch Emissionen, weil Sie sehr, sehr effizient sind. Aber Sie müssen eben etwas mehr graue Emissionen oder graue Energie aufwenden, um das herzustellen. Aber ich zeige dieses Bild vor allen Dingen auch, um zu zeigen, natürlich wird der Fortschritt jetzt in Richtung hocheffizienter Standards geringer, aber er ist immer noch da. Das heißt, auch diese Lebenszyklusbetrachtung ist bei all den gängigen Materialien und erst recht natürlich auch bei, ich sag mal, ökologisch optimierten Materialien positiv. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen genauer reingehen und uns die Zusammensetzung dieses grauen Teils anschauen, dann sehen wir, es ist nicht so sehr die Dämmung. Also die Dämmung ist oftmals 3, 4, 5, 6% an den Gesamtlebenszyklus, an den Gesamtemissionen der Herstellung, sondern es sind die Tragmaterialien, der Beton, der Stahl, wenn ich ein Betongebäude habe, die Fenster, die Haustechnik, der Zement, Estrich und so weiter, auch die Photovoltaikanlage, wobei die ja ihre Emissionen bei weitem wieder reinspielt, weil sie ja die einzige Komponente ist, die auch Energie erzeugt. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir über graue Energie sprechen, dann müssen wir vor allen Dingen auch darüber sprechen, wie kompakt bauen wir, wie flexibel bauen wir, sodass man Gebäude anpassen kann. Brauchen wir eine Tiefgarage aus Stahlbeton für die Parkplätze? Also das sind dann auch Fragen, die wir in Bezug
Bezug auf die graue Energie dann stellen müssen. Also insgesamt ist die graue Energie, wird ein wichtiges Kriterium im Neubau, aber sollte auf keinen Fall in Gegensatz gebracht werden zur Energieeffizienz, sondern wir brauchen beides. Und wir brauchen über die Ökobilanzdebatte dann natürlich auch neue Materialien, Holzbau, solche Dinge, also auch andere Baustoffe, die klimafreundlicher sind, aber nicht als Kontrast zur Energieeffizienz, sondern mit Energieeffizienz zusammen. Und um Ihnen abschließend zu diesem Thema nochmal zu zeigen, dass es wirklich komplex ist, dieses Bild zeigt hier auf der X-Achse die graue Energie, auf der Y-Achse die grauen Treibhausgasemissionen für eine Reihe von Dämmstoffen. Jetzt für ein Beispiel, das ist aus einer Studie meiner Kollegen hier. Und was ich Ihnen mit diesem Bild zeigen will, ist, dass es zum einen diese Dämmstoffe wirklich sehr eng beieinander liegen. Also das gilt, hatte ich schon mit diesen 5% ja so ein bisschen nahegelegt. Aber sehen Sie sich hier das zum Beispiel an, EPS, das ist Styropor, ist an der Stelle sogar besser als Holzfaserdämmung, wenn sie im Nassverfahren hergestellt wird. Es gibt auch Holzfaserdämmung, die im Trockenverfahren hergestellt wird, die ist viel besser. Aber diese einfachen Sachen, Styropor ist nur Rohöl an der Wand, die tragen nicht. Styropor ist im Wesentlichen Luft mit etwas Rohölmaterialien dahinter. Man muss trotzdem nicht Styropor einsetzen. Also ich bin selber auch nicht so ein großer Freund von Styropor, aber es ist nicht das Argument der grauen Energie, das dagegen spricht, sondern vielleicht andere Argumente der Materialität und natürlich dann hinterher auch der Kreislaufführung. Das haben wir uns da auch angeschaut. Man könnte das auch verbessern, indem man die Dämmstoffe noch besser am Ende des Lebenszyklus recycelt. Dazu gibt es zum Beispiel jetzt Dämmstoffe, die man viel besser trennen kann, wo man den Putz mit so einer Gase abziehen kann beispielsweise. Solche Dinge, also Trennbarkeit ist dann ein wichtiger Punkt. Und dann kann man eben auch mit den Ergebnissen auch hier für Styropor zum Beispiel noch weiter runterkommen. Also das ist sozusagen nochmal ein Punkt, den ich Ihnen da an der Stelle mit auf den Weg geben wollte. Da geht es dann vielfach um die Frage, wie kann man eine Rückbaufähigkeit erreichen, auch wie kann man Schadstoffarmut erreichen. Es hat ja da zum Beispiel die Flammschutzmitteldiskussion gegeben über HBCDs, die eine Zeit lang sozusagen ein Problem dargestellt haben oder auch Biozide, die man mit beispielsweise anderen Putzsorten dann, wenn es ein Problem ist, an feuchten Fassaden beispielsweise, dann auch vermeiden kann. Also das ist dann, glaube ich, ein Thema, an das man rangehen muss. Also das wollte ich Ihnen nochmal zu dem Thema graue Energie mit auf den Weg geben und würde dann gleich im nächsten Block zu sonstigen Effizienzelementen dazukommen. Aber vielleicht, Sabine, würde ich vorschlagen, machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause beziehungsweise eine Fragerunde, sodass wir diesen ersten Block zu Gebäudedämmung und dem effizienten Kleid des Gebäudes sozusagen erstmal ein bisschen verdauen können. Ja, ganz vielen Dank. Es gibt momentan noch so eine kleine Zurückhaltung bei den Fragen. Also es fällt mir jetzt gerade nicht so schwer, den Überblick zu behalten. Sie können ruhig ganz hemmungslos Fragen stellen. Das kriegen wir, glaube ich, alle gut bewältigt. Und jetzt nochmal vorab, also für Leute, die vielleicht ein bisschen später reingekommen sind, nochmal die Ankündigung, dass wir die Präsentationen den Teilnehmern zur Verfügung stellen und auch den Stream. Also diese Frage, genau die, ist beantwortet. Und Martin, du hattest auch die Frage, ob eigentlich nur ökologische Dämmmaterialien Sinn machen, weil alles andere ja Sondermüll ist, hattest du auch eben schon beantwortet. Also wenn Arno Belau hatte die Frage gestellt, also wenn er gerne noch eine Frage nachschicken möchte, dann gerne nochmal was in das Tool schreiben. Ich würde ganz gerne aber nochmal die Frage, also bezogen auf die Dämmstoffe, wurde nochmal explizit gefragt nach Hanfdämmung als ökologischer Variante. Wie ist das zu bewerten? Ja, ich teile dann hier nochmal kurz den Bildschirm, Augenblick. Hanf ist ein sehr guter Dämmstoff. Also aus Sicht der Ökobilanzierung ist es ein hervorragender Dämmstoff. Generell findet sich hier so eine Klasse an Dämmstoffen. Vielleicht, um da nochmal ein Wort zu sagen. Also es gibt natürlich eine Reihe von Dämmstoffen, die, ich sag mal, mit sehr geringem Lebenszyklusaufwand insgesamt
eingebracht werden können. Also zum Beispiel Einblasdämmung ist auch so ein Beispiel, dass hier zum Beispiel auch aus solchen Materialien hergestellt werden kann, auch aus Reststoffen, Zellulose, die Zeitungsschnitze beispielsweise. Solche Materialien schneiden insgesamt sehr gut ab, genauso auch wie Hanf, Jute, Seegras. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Rohstoffe, wenn sie aus Reststoffen bzw. aus nachwachsenden Rohstoffen stammen, dann selber keine CO2-Emissionen verursachen, wenn sie hinterher am Ende des Lebensweges auch verbrannt werden. Also das ist natürlich auch entsprechend vorteilhaft. Das ist ja bei Styropor, das natürlich aus dem Rohstoff Rohöl insgesamt hergestellt wird, nicht der Fall. Also ein guter Rohstoff, den ist ja auch in unterschiedlichen Fertigungsstufen gibt, also als unterschiedlich konfiguriert, Hanfplatten beispielsweise, Hanfmatten, die dann auch flexibel verlegt werden können. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Dämmstoffe, die damit produziert werden können. Ich bin sicher, dass meine Kollegen aus dem Fachbereich Ressourcen, die Bilanzen auch erstellen, die sind auch sehr tief in die einzelnen Herstellungsprozesse reingegangen, da noch viel ergänzen würden, aber so viel vielleicht erstmal an der Stelle. Ja, vielen Dank. Es gab zwei Fragen mindestens nach der strategischen Bedeutung der Wärmedämmung. Also es wurde in Frage gestellt von zwei Zuschauern, dass das überhaupt Sinn macht, sich so stark mit der Wärmedämmung zu befassen und ob es nicht effizienter wäre, wenn man sich als erstes die Heizung vornimmt und da wirklich eine effizientere, regenerative Lösung findet und den Aufwand und die Kosten für die Wärmedämmung einfach hinten anstellt. Ja, also ich komme da gleich nochmal kurz drauf zu sprechen im Zusammenhang mit Sanierungsfahrplänen. Ich hatte ja eingangs so ein bisschen erwähnt, dass es eigentlich bei jedem Einzelgebäude immer darum geht, die optimale Balance aus erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zu finden. Wenn man das betriebswirtschaftlich durchrechnet und das sogar unter den jetzigen Bedingungen, dann ist eigentlich Dämmung oder eine effiziente Gebäudehülle immer dann eine absolut empfehlenswerte Maßnahme, wenn man nicht einen überproportionalen Aufwand treiben muss, wie jetzt zum Beispiel einer erhaltenswerten Fassade, eine Jugendstilfassade beispielsweise. Die würde man von außen natürlich nicht dämmen. Das würde sehr, sehr hohe Kosten verursachen und architektonisch schwierig sein. Wenn ich jetzt im Kopplungsprinzip bin, also in einer ohnehin Maßnahme, ich muss sowieso etwas an der Fassade machen, den Putz erneuern oder eigentlich auch schon streichen, dann, und das haben Sie eben in diesem Kostentool gesehen, komme ich auf Kosten der eingesparten Kilowattstunde von 6,5 Cent bei so typischen Wärmedämmkosten. Das kriegen Sie mit keinem erneuerbaren Energiensystem hin. Und dann kommen noch zwei Sachen hinzu. Wir haben nicht unendlich viel erneuerbare Energien. Das heißt, das sehen wir jetzt zum Beispiel auch im städtischen Bereich, wo viele sagen, ja, mach doch einfach Fernwärme. Dann brauchen wir nicht mehr zu dämmen. Das war ja in vielen Kommunen oft auch ein großes Thema. Wenn es jetzt um den Ersatz von Kohle- und Gaskraftwerken in der Fernwärme geht, dann müssen wir wirklich einzeln auf die Suche gehen nach entsprechenden erneuerbaren Energieanlagen, nach Großwärmepumpen, die die Flüsse auskühlen oder nach Biomasseheizkraftwerken oder großen Solarfeldern oder anderem. Das heißt, diese erneuerbaren Energien fallen auch nicht zum Himmel und kosten von den Fernwärmekosten aus betrachtet eher ein bisschen mehr als jetzt oder ähnlich viel wie jetzt plus CO2-Kosten. Also was ich damit sagen will, ist bei einer vernünftigen Gesamtstrategie des Gebäudes, insbesondere wenn man dieses Kopplungsprinzip beachtet, dann ist die Wärmedämmung eine gute Sache, auch eine wirtschaftliche Sache. Und es geht jetzt einfach darum, sich einen guten Plan zu machen für das Gebäude und die Zeitpunkte so zu planen. Andere Dämmmaßnahmen kann man auch vorziehen, wie zum Beispiel die oberste Geschossdecke oder die Kellerdecke oder auch den Fenstertausch. Das kann man miteinander verzahnen mit der Außenwanddämmung. Das heißt, da geht es vor allem eigentlich darum, betriebswirtschaftlich den besten Zeitpunkt dafür zu finden. Vielleicht noch eine Frage, die direkt inhaltlich damit zusammenhängt, und zwar die Frage, wie kann man denn Einfamilienhausbesitzer motivieren, tatsächlich die Dämmung in Angriff zu nehmen? Also das ist ja immer die Frage des Anlasses, aber viele haben ja eigentlich nie das Gefühl, dass jetzt sozusagen der Anlass gegeben ist. Also da gibt es ja teilweise Zeiträume von 50 Jahren, wo eigentlich im Wesentlichen nichts passiert.
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Also wir sehen es ja an der Sanierungsrate, die unter 1% liegt. Und eigentlich, wenn wir die Fridays for Future-Forderung ernst nehmen, viermal so hoch liegen müsste. Es ist natürlich immer ein Zusammenspiel an Instrumenten. Also auf der einen Seite gibt es ja jetzt den CO2-Preis. Der wird ja auch, da haben wir letztes Mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, der wird kontinuierlich steigen. Es gibt auf der anderen Seite eine ausgesprochen gute Förderung im Moment, wobei die BEG, also im Bundesprogramm Effiziente Gebäude, noch bei 20% liegt. Aber das kann man dann um 5 Prozentpunkte aufstocken, wenn man einen Sanierungsfahrplan vorliegen hat. Also das ist auch schon mal eine sehr gute Förderung, 25% für die Investitionsgesamtkosten. Und es ist dann zu erwarten, und das ist der dritte Punkt, von dem wir jetzt noch nicht genau wissen, wo wir da landen werden, dass auf europäischer Ebene, das wird gerade im Zuge der Überarbeitung der Gebäuderichtlinie diskutiert, sogenannte MEPs, sogenannte Mindeststandards für Gebäude diskutiert werden, sodass es sein kann, dass über kurz oder lang, ähnlich wie man mit dem Auto zum TÜV muss, dann auch irgendwann zeigen muss, mein Gebäude ist nicht mehr in der schlechtesten Effizienzklasse, sondern in den nächsten 15 Jahren oder 20 Jahren muss ich das verbessern. Also sogenannte Sanierungspflichten, das kann passieren. Und ich glaube, das muss man dann auch zusammen mit Förderung sehen, also fordern und fördern zusammendenken. Aber das sind verschiedene Ansätze dafür. Und am besten ist natürlich immer noch die eigene Überzeugung. Also wenn man einen Sanierungsfahrplan hat, einen guten Energieberater, gute Energieberaterin, die einem zeigt, wann der gute Zeitpunkt dafür ist, dann ist das, glaube ich, auch eine Maßnahme, die man einbauen kann in den Lebenszyklus des Gebäudes. Kommen wir auch gleich noch auf die Sanierungsfahrpläne. Ich habe hier noch zwei Fragen zum Thema Innendämmung. Eine Frage lautet, welche Gebäudetypen lassen sich dann besser von innen dämmen als von außen? Und wie sieht eine Innendämmung im Altbau genau aus? Na, es ist eigentlich immer besser, wenn es geht, Gebäude von außen zu dämmen. Das hat mit der Bauphysik zu tun. Also wichtig ist ja, dass der Taupunkt, also die Temperatur, an denen der Wasserdampf kondensiert und dann Feuchtigkeit ergibt, nicht im Mauerwerk unterschritten wird. Und deswegen ist es gut, wenn man das sozusagen außen macht, dann hat man dieses Problem nie. Wenn man Innendämmung macht, muss man darauf achten. Da gibt es ganz unterschiedliche Materialien und verschiedene Strategien. Das macht man natürlich erstens meistens dünner, weil man nicht so viel Platz verlieren will innen drin. Man baut dann Dampfsperren ein, sodass die Feuchtigkeit der Luft nicht da durchdringen kann. Man baut oft auch dann noch so Flanken ein, die verhindern, dass beispielsweise Deckendurchstöße oder Balkondurchstöße oder anderes eine Wärmebrücke bilden. Also es gibt ein paar Dinge, die zu beachten sind, aber letztendlich ist das Thema Innendämmung durch das Fachhandwerk seit 20, 30 Jahren sozusagen behandelt und da gibt es gute Dämmlösungen. Es gibt ein paar Gebäudetypen, die vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger sind, also Fachwerkhäuser beispielsweise. Da muss man noch stärker aufpassen. Also da geht es vor allem darum, wirklich keine unerkannten Wärmebrücken und Möglichkeiten der Kondensation zu schaffen. Vielleicht nochmal in dem Zusammenhang auch nochmal die Frage, ob es atmende Materialien gibt, durch die man sich eine Lüftungsanlage sparen kann und sozusagen auch damit verbunden die Frage, müssen Häuser eigentlich atmen? Ja, das ist ja so ein Mythos, der also vielfach vorliegt. Also wenn man sich anschaut, wie viel Gasaustausch wirklich durch die Wand stattfindet, so ist das minimal. Also es würde nie ausreichen, um ein Haus zu lüften. Also dass man früher auf Lüftungsanlagen verzichtet hat, beziehungsweise auch auf Fensterlüftung verzichten kann, das liegt einfach an der Undichtheit, vor allem natürlich der Fenster und anderen Stellen. Und wenn die Fenster dicht sind, dann atmet also eine Wand in diesem Sinne atmet nicht. Was eine Wand machen kann, ist Feuchtigkeit aufnehmen, also an der Oberfläche Feuchtigkeit aufzunehmen. Das ist aber was ganz anderes als sozusagen ein Luftaustausch nach außen. Also das darf man nicht miteinander verwechseln. Das heißt, es ist nicht so, dass ein gedämmtes Gebäude dicht ist wie eine Plastiktüte und man dann darunter erstickt, sondern es ist einfach dicht im guten bauphysikalischen Sinne, wie eigentlich ein Gebäude sein muss. Und da muss man entweder Fenster lüften oder eben Lüftungsanlage einsetzen. Da geht kein Weg dran vorbei, denn alles andere würde Lüftungswärmeverluste, verursachen, die wir auf jeden Fall vermeiden müssen.
Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis, weil du ja auch erwähnt hattest, die Dämmskepsis, die ja relativ erfolgreich sozusagen irgendwie lanciert wurde, wo die alle dieses Plastik oder viele jedenfalls dieses Plastiktütenbild haben, dass die Häuser eben nicht mehr atmen und dass es eigentlich negativ ist. Ich habe hier noch zwei Fragen, die sich auf Wärmepumpen beziehen, also Wärmepumpeneinsatz in Bezug auf Sanierung. Eine ganz konkrete Frage, ob eine Luftwasserwärmepumpe auch geeignet ist, wenn man ein Haus gebaut hat, was so zwischen 95 und 2000 ohne Fußbodenheizung entstanden ist, ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen, geht das? Und die Frage ganz praktisch, ob die elektrische Energie für den Betrieb von Wärmepumpen beim Strom oder bei der Wärme auftaucht. Ja, das sind zwei Fragen, die wir letztes Mal schon so ein bisschen angerissen hatten. Also vielleicht zur ersten Frage. Das klingt jetzt erstmal so, als ob das ein Gebäude ist, das ja auf jeden Fall schon gedämmt ist. Also es hat ja schon die Wärmeschutzverordnung gegeben. Das heißt, es hat wahrscheinlich einen Heizwärmebedarf, der, ich würde mal schätzen, unter 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegt. Und das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen. Es hängt dann im Einzelfall eher nochmal von den Heizflächen ab. Also schauen Sie mal nach, ob Ihre Heizungsvorlauftemperatur in der Größenordnung 55 Grad oder so liegen kann. Und das ist sozusagen die Temperatur am kältesten Tag des Jahres. Also wenn das die Heizkurve so eingestellt werden kann, dann ist das schon mal gut. Und wenn nicht, dann reichen oft sehr kleine Maßnahmen. Also dass man zum Beispiel die schlechtesten Heizkörper austauscht gegen größere. Man muss jetzt nicht unbedingt überall Fußbodenheizung verlegen. Es reichen dann Niedertemperaturheizkörper oder auch etwas größere Radiatoren aus. Oder dass sie an den Stellen, wo es vielleicht gerade nicht ausreicht, noch eine Heizkörpernischendämmung oder etwas Ähnliches machen. Also manchmal, gerade bei solchen Gebäuden, sind es kleine Maßnahmen, die dann ausreichen, um ein Gebäude fit für Wärmepumpen zu machen. Und dann können Sie ja immer weitergehen und dann in Zukunft, wenn Maßnahmen Kopplungsprinzip eh anstehen, immer besser machen und damit wird Ihre Wärmepumpe dann auch Jahr für Jahr effizienter. Und vielleicht der Schlenker zur zweiten Frage, nicht nur effizienter, sondern auch immer erneuerbarer. Also die Frage ist ein bisschen komplex. Es gibt zwei verschiedene Rechenweisen. Es gibt die Rechenweise nach dem Gebäudeenergiegesetz. Da taucht nur der eingekaufte Endenergiebedarf auf, das heißt der Strombedarf für den Wärmepumpenstrom. In der Energiebilanz auf Bundesebene wird aber auch die Umweltwärme mitgezählt. Also die Wärmepumpe, die wandelt ja im Prinzip Strom und Umweltwärme insgesamt in Raumwärme um. Und das wird dann beides mitgezählt in der nationalen Bilanz. Aber im Gebäude zählt nur der Endenergiebedarf für den Strom und deswegen schneiden Wärmepumpen in der Gebäudeberechnung und auch bei den Effizienzhäusern entsprechend sehr gut ab. Vielleicht jetzt zum Abschluss dieses Komplexes eine ganz kurze pragmatische Frage. Wie kann man ein verklinkertes Einfamilienhaus am besten dämmen? Aber das sind immer die schwierigen Fragen, so aus der die Ferndiagnose sozusagen. Wenn der Klinker erhalten werden soll, das ist ja die Frage. Also will man den abklopfen und hinterher sozusagen neue Klinkerfassade machen, dann müsste man jetzt auch wissen, ist das zum Beispiel, also viele Klinkerfassaden sind auch aus einer Bauzeit, wo man zweischaliges Mauerwerk hatte. Also je nachdem, ob das dann belüftet ist oder nicht, kann man auch sozusagen den Spalt zwischen diesen beiden Mauerwerken dann verfüllen mit Einblasdämmung. Das ist sogar sehr günstig. Da kommt man nicht ganz auf die besten U-Werte, aber das ist eigentlich eine gute Sache. Also da würde ich wirklich empfehlen, das wäre so ein Klassiker, zu sagen, man holt sich einen Energieberater, eine Energieberaterin. Das wird mit 80% gefördert. Man lässt sich einen Sanierungsfahrplan machen und dann schaut man ganz genau hin, was kann man in dem Gebäude eigentlich am besten machen. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt ganz gerne eigentlich diesen Komplex erstmal abschließen. Es gab noch ein paar Fragen zum Thema Lehm und Hanfkalk zu verschiedenen Materialien. Das würde ich jetzt einfach nochmal stehen lassen. Da können wir zum Schluss nochmal wieder drauf zurückkommen, wenn wir noch viel Zeit übrig haben. Ansonsten haben wir jetzt schon relativ viel Zeit mit der Dämmung verbracht und wir haben, glaube ich, auch noch andere Themen, die spannend sind, zum Beispiel die soziale Kostenverteilung und so weiter. Genau. Deswegen mache ich vielleicht noch mal kurz weiter mit einem Thema, das ich jetzt gar nicht so in die sozusagen in die
Versenkung bringen will, ist es bloß jetzt einfach im Rahmen dieser 2 Stunden nicht möglich, alles erschöpfend zu behandeln. Man könnte jetzt sehr lange reden über hocheffiziente Fenster, die ja mittlerweile dreifach verglast sind mit entsprechend Edelgasfüllung, mit Reflexionsbeschichtung, die dadurch einfach sehr, sehr effizient geworden sind. Man könnte sprechen über Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das ist ein Thema vor allen Dingen natürlich für den Neubau, wo man quasi durch die Wärmerückgewinnung, also einen Wärmetauscher, der die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Das senkt natürlich die Lüftungswärmeverluste deutlich. Wir könnten sprechen über Kühlung. Das ist natürlich vor allen Dingen in Nichtwohngebäuden ein ganz großes Thema, wo wir immer wieder dafür plädieren, weitestgehend außenliegenden Sonnenschutz, passive Maßnahmen der Verschattung dann auch tatsächlich zu nutzen, auch baukonstruktiv zu nutzen, sodass man möglichst wenig aktive Energie zum Kühlen aufwenden muss. Wobei in Zukunft das dadurch ein bisschen erleichtert wird, dass dieser Kühlungsbedarf ja vor allen Dingen im Sommer anfällt, wo wir dann auf dem Gebäude oftmals auch Photovoltaik haben werden und dadurch sozusagen dieser Strombedarf auch stärker noch in Übereinstimmung mit dem Solarstrom aufkommen ist. Und ein Thema, was ich hier nur andeuten möchte, das ist die Thema effiziente Warmwasserbereitung. Wenn Sie sich erinnern an die immer stärker sinkenden Raumwärmeanforderungen, einfach durch die effiziente Hülle, nimmt natürlich das Warmwasser an Bedeutung deutlich zu. Und da könnte man jetzt eine eigene lange Veranstaltung dazu machen, über Frischwasserstationen sprechen, über dezentrale Warmwasserbereitung. Ich habe jetzt einfach mal, nur um aufzuzeigen, es gibt dann auch mal so andere und vielleicht ein bisschen unbekanntere Lösung. Nochmal ein Beispiel mitgebracht, das wir jetzt hier im IFOL gerade verbaut haben. Das ist eine Abwärmerückgewinnungseinheit im Duschwasser. Und das baut man einfach in die Duschwanne ein. Und da ist dann so ein Wärmetauscher, diese Röhren hier, durch die fließt das abfließende Duschwasser durch und wärmt das zufließende Duschwasser vor. Und dadurch muss man weniger Warmwasser zumischen. Und je nachdem, wie viel dieser Schlangen man unterkriegt in der Konstruktion, ob man ein bisschen Platz hat und das ein bisschen anheben kann, kann man hier, und Sie sehen, es hängt auch von der Wassermenge ab, also zwischen, ich sage mal, 15 und durchaus auch über 40% an Endenergieeinsatz für das Duschwasser einsparen. Also das sind manchmal so kleine Ideen, da würde ich einfach auch zu einladen, Energieeffizienz nicht nur als ein langweiliges Thema zu interpretieren, sondern da wirklich auch im Detail hinzuschauen und zu überlegen, wie kann man das Gebäude entsprechend effizienter gestalten. Dann noch kurz, ich hatte es bereits angedeutet, gerade weil es so komplex ist und weil viele Sachen miteinander verzahnt sind, ist uns das Thema Sanierungsstrategie auch sehr wichtig. Wir haben da vor 10 Jahren diesen in Baden-Württemberg, und das wurde dann auf Bundesebene weitergeführt, den Sanierungsfahrplan entwickelt, der jetzt übrigens auch auf europäischer Ebene als Building Roadmap weiter verbreitet wird. Und der Grundgedanke dieses Sanierungsfahrplans ist eigentlich genau der, dass man Gebäude individuell schaut, wann stehen welche Maßnahmen an und was will der Gebäudeeigentümer, die Gebäudeeigentümerin wann machen. Ziehen die Kinder aus? Wann ist Geld verfügbar? Wann muss ohnehin etwas an den Komponenten gemacht werden? Und das Ziel ist wirklich einerseits Klimaneutralität, das Fernziel nicht aus dem Auge zu verlieren, aber bei den Sachen, die man jetzt macht, nichts falsch zu machen. Also was ganz oft passiert beispielsweise ist, dass man das Dach erneuert und dann aber vielleicht vergisst, einen Dachüberstand zu verlängern, weil man hinterher, vielleicht in 10 Jahren, dann mal Dämmung auf die Fassade aufbringt. Und da muss man nachträglich dieses Dach verlängern. Oder dass man schaut, wenn man die Fenster neu setzt, dass man die Fenster nicht an die gleiche Stelle setzt, wo sie jetzt sind, sondern dass man sie schon nach vorne rückt, damit es hinterher, wenn es eine Dämmung auf der Fassade gibt, keinen Schießschachteneffekt und auch weniger Wärmebrücken gibt. Also idealerweise macht man das sogar dann gleichzeitig. Und das sind solche Ideen,
Wie auch, wenn man das Dach erneuert, dann vielleicht schon mal einen Leerkanal für eine spätere Photovoltaikanlage zu legen und so weiter. Also wirklich eine Strategie für das Gebäude zu entwickeln. Und das ist der Sanierungsfahrplan, der vor allen Dingen natürlich gezielt oder zielt auf private Gebäudeeigentümer. Also wir haben das in der Broschüre nochmal hier so dargestellt, dass, ja, also wie könnte so ein Weg aussehen? Also vielleicht ist das Dach kaputt. Okay, dann, wenn ich das repariere, dann könnte ich das vielleicht direkt mit einer Solaranlage kombinieren. Oder hier auch der Punkt Fenstertausch, Fenster in die Dämmebene setzen. Wann geht die Heizung kaputt? Dann eine Wärmepumpe einzubauen, solche Dinge mehr. Also diesen wirklich diesen Gedanken eines Fahrplans für das Gebäude. Jetzt kann man das natürlich genauso auch übertragen auf kommunale Gebäude oder auf Nichtwohngebäude. Da braucht man jetzt nicht so viel Psychologie und Überzeugungskraft reinzulegen auf der Ebene des Einzeleigentümers, sondern eher aufzuzeigen, was sind denn eigentlich sinnvolle Sanierungsschritte, die man dort gehen kann. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der oftmals zu kurz kommt. Man macht die Maßnahmen dann, wenn irgendwas kaputt geht, und dann lässt man auch nur genau das Gewerk kommen, das diese Maßnahme reparieren kann, und die denkt dann nicht darüber nach, dass man vielleicht etwas anderes gleichzeitig machen könnte oder vielleicht damit noch etwas wartet. Und das ist übrigens auch ein Punkt, um Kosten zu sparen. Und das führt jetzt so ein bisschen auch sozusagen weg von den technischen Maßnahmen hin zu dieser Kostendiskussion, die ich eben schon mal am Beispiel der Außenwanddämmung so ein bisschen aufgemacht habe. Also was kostet denn eigentlich eine Dämmung und wann ist sie wirtschaftlich? Auf der Ebene der gesamten Gebäudekonzepte gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Kostendaten, die vorliegen. Und was ich hier mal zeige, ist eine Abbildung, leicht verändert aus einer Studie eines Architekten, Burkhard Schulze-Darup, von vor 2 Jahren, der einmal die verschiedenen Markttreiber oder Kostentreiber für Investitionskosten von Gebäuden, also hier jetzt vor allem in Bezug auf Neubau, das lässt sich aber auch übertragen auf Sanierung, zusammengestellt hat. Und was Sie sehen, ist, dass auf der einen Seite ganz unten, also gezeigt sind hier die Einheit fehlt jetzt hier gerade, das tut mir leid, Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Und gezeigt sind sozusagen die Kostenbandbreiten der Mehrkosten. Und Sie sehen, dass es natürlich Mehrkosten gibt für ein Effizienzhaus 40 oder 55 gegenüber dem gesetzlichen Standard. Das sind aber erstmal Investitionsmehrkosten. Also nicht, das ist jetzt nicht auf den Lebenszyklus gerechnet, sondern hier geht es wirklich nur um die Investitionskosten am Anfang. Dass es aber eine ganze Reihe von Kostentreibern gibt, die hier auch statistisch dann erfasst wurden. Beispielsweise die Grundstückskosten, die Stellplatzkosten, die Erschließungskosten, auch die Barrierefreiheit, die da durchaus eine deutlich größere Rolle spielen können. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen schauen in der ganzen Diskussion um klimaneutraler Gebäudebestand, weil ja sehr schnell diese Reflexreaktion kommt, das kostet zu viel, das können wir uns nicht leisten. Also selbst auf dieser Betrachtungsebene der Kostengruppe 300 und 400, also hier der Errichtungskosten für ein Gebäude, sind die Kosten in einer Größenordnung, wie sie hier gezeigt ist, wenn das Ganze richtig geplant und von vornherein mit bedacht ist. Und dazu vielleicht auch noch wichtig, dass wir natürlich auch eine Kostenentwicklung in der Vergangenheit gesehen haben, gerade bei einer Reihe von energiewenderelevanten Punkten. Also eine starke Kostenentwicklung nach unten bei Fenstern, bei Lüftung ein bisschen weniger, vor allem natürlich bei Photovoltaik, auch bei Batteriespeichern. Das ist jetzt nichts, worauf man sich immer verlassen kann. Also wir sehen das gerade an akuten Überhitzungseffekten im Bereich Holzbau. Das sehen Sie ja gerade in der Presse auch, wo aufgrund mehrerer ineinandergreifender Effekte dann plötzlich Bauholz in den Kosten in den letzten Monaten deutlich angestiegen ist. Darauf muss man natürlich entsprechend auch reagieren, beziehungsweise auch Gegenmaßnahmen treffen. Aber sozusagen im allgemeinen Trend bezogen auf die einzelnen Komponenten ist das eine sehr gute Entwicklung. Und wofür wir jetzt sorgen müssen, und das ist dann aber eine politische Frage, ist, dass wir auch genügend Fachkräfte und genügend Unternehmen haben, die diese Sanierungsmaßnahmen auch durchführen können. Und da sehe ich im Moment gerade, und da haben wir als IFOL auch eine ganze Reihe von Vorschlägen unterbreitet, aber das führt jetzt an dieser Stelle zu weit, einen ganz, ganz großen Handlungsbedarf. Also diese Kostenfortschritte dort nicht aufzufressen durch hohe Mehrkosten bei der Neuerrichtung.
Genau, so viel vielleicht erstmal zu diesem Block. Und Sabine, dann würde ich vorschlagen, gerne noch fragen, bevor wir dann vielleicht eine kurze Pause machen und dann weitergehen. Genau, ich habe hier ein paar Fragen gesammelt, die sich zum ersten auf den Block Graue Energie, Ökobilanz, Kreislaufwirtschaft nochmal beziehen. Verständnisfragen zu der Präsentation. Einmal war die Frage, wie lange ist der Lebenszyklus auf Seite 20? Und eine andere Frage zur Grafik, Vergleich der grauen Energie, der Energieverbrauch, über wie viele Jahre der entsteht. Also ich teile das nochmal so. Also was man in diesen grauen Energiebetrachtungen immer macht, Sie sehen hier die Einheit pro Jahr. Also das sind Treibhausgase, die pro Jahr entstehen. Bei der Nutzungsphase ist das natürlich ganz einfach. Das heißt, das ist sozusagen der Endenergiebedarf, der in dem Jahr anfällt, multipliziert mit der entsprechenden Treibhausgasintensität. Bei der Errichtung teilt man das Ganze entsprechend durch die Lebensdauer. Und da gibt es eine Liste in den entsprechenden DIN-Normen, wo jede Komponente so eine statistische Lebensdauer hat. Also eine Heizung, nageln Sie mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest, aber hätte dann ungefähr 15 Jahre Lebensdauer, eine Außenwand vielleicht 40 Jahre, wobei dann auch nochmal unterschieden wird zwischen der Tragkonstruktion und der Dämmung, die dann oder bei anderen Elementen, die dann entsprechend erneuert werden. Also da gibt es ein Zahlengerüst, das im Übrigen auch im Rahmen der Normungsbestrebungen vereinheitlicht ist und wird mit Lebensdauern, mit denen dann entsprechend gerechnet wird. Also wenn hier sozusagen 10 Kilogramm steht, dann sind das nicht 10 Kilogramm, die genau in dem Jahr anfallen, sondern da entstehen dann, was ich, 150 Kilogramm oder so im Errichtungsjahr, die dann aber oder noch mehr, die dann aber abgeschrieben werden auf die Lebensdauer der entsprechenden Komponenten. Eine Frage war noch zum Thema graue Energie. Das ist auch im Prinzip schon ansatzweise beantwortet. Das war die Frage danach, inwieweit der Austausch noch funktionierender Fenster, die 25 Jahre alt sind, macht im Verhältnis zur grauen Energie, die neue Fenster bei neuen Fenstern verbraucht werden würde. Das ist ja halt die Frage eigentlich nach dem Zeitpunkt. Wann ist sozusagen der Zeitpunkt, wann das fällig ist? Gibt es da noch speziell in Bezug auf Fenster konkretere Hinweise? Also ganz grundsätzlich ist bei diesen ganzen passiven Komponenten, die aus sehr alter Zeit stammen, also jetzt insbesondere wenn das einfach verglaste Fenster beispielsweise sind, kann man sagen, je früher man die austauscht, desto besser ist das aus grauer Energiesicht, weil das spielt sich sehr, sehr schnell wieder ein. Es gibt natürlich auch Verfahren und das Wichtige ist dann, auf welchen Energiestandard komme ich hinterher, die sehr clever sind, wo man alte Fenster wieder aufrüstet. Also beispielsweise hatten wir jetzt einen Fall hier in Heidelberg, ein sehr schönes denkmalgeschütztes, ein alter Tankturm aus der Eisenbahnzeit, in dem waren auch sehr, sehr schöne Kastenfenster drin, die waren zweifach verglast, aber um die tut es einem leid, wenn man die austauscht, weil die auch optisch sehr schön sind, materialmäßig auch noch gut waren und dann wurde einfach noch eine Scheibe auf die Innenseite gesetzt und damit sozusagen ein ähnlicher U-Wert hergestellt, auch aus grauer Energiesicht nichts, also was Gutes gemacht und trotzdem sozusagen das Beste aus der alten Zeit gerettet. Also sowas kann man immer machen, da gibt es auch sehr auch Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, das ist eine gute Sache. Aber wichtig ist einfach, dass man also gerade bei sehr schlechten Fenstern schnell handelt. Also da kann man gar nicht früh genug handeln. Das ist übrigens eine Frage, die kommt ja oft in Bezug auf graue Energie, auch bei Produkten. Wir haben das mal kategorisiert in der Grafik und da stellt man dann sehr häufig fest, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie schlecht das Altgerät ist. Also bei Kühlschränken kommt ja so eine ähnliche Diskussion auf. Einen alten Kühlschrank 3 Jahre früher auszutauschen, obwohl er noch funktioniert, macht aus grauer Energiesicht Sinn, weil die sind so schlecht, dass ich diese graue Energie sehr schnell wieder eingespart habe. Hingegen bei einem Laptop beispielsweise, der sehr viel Elektronik drin hat, mit sehr hohem grauen Energieaufwand und einem, sagen, relativ wenig Fortschritten im Energieverbrauch, da macht es nicht Sinn, weil da die graue Energie einen viel höheren Anteil hat. Also es hängt da wirklich auch von den Produkten ab. Aber bei Fenstern, gerade auch bei schlechten Fenstern, kann man sehr robust sagen, die sollte man austauschen. Ich würde dann gerne jetzt doch die
einigen Fragen, die wir da noch haben zu den Themen, zu den Dämmmaterialien noch kurz mitnehmen. Da war also einmal die Frage, was halten Sie vom Baustoff Hanfkalk? Und bezogen auf Hanf, ob es dafür auch biologische Brandschutzmittel gibt. Und auch nochmal die Frage nach dem Einsatz von Lehm, was davon zu halten ist. Ja, Hanfkalk und Brandschutz bei Hanf, das ist wirklich ein Spezialgebiet. Da müsste ich meinen Kollegen Florian Knappe fragen. Das kann ich gerne nachholen. Da, ehe ich jetzt hier was Falsches sage, möchte ich mich da zurückhalten. Es gibt übrigens ein sehr schönes Buch der Stiftung Warentest, in dem alle Dämmmaterialien auch nochmal einzeln durchgespielt werden, weil das ist ja immer so ein Wechselspiel. Also Brandschutz ist ja bei Dämmstoffen ein Thema. Man muss ja bei bestimmten Dämmstoffen auch Brandregel einführen aus nicht brennbaren Materialien. Und sozusagen die alten Flammschutzmittel benutzt man ja heutzutage nicht mehr. Deswegen muss man das pro Material sich wirklich anschauen. Und da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Also deswegen halte ich mich an der Stelle zurück. Was Lehm anbelangt, Lehm ist ein sehr schöner Baustoff mit einer sehr geringen grauen Energie. Aus dem kann man natürlich auch sehr viel machen. Also ich habe gerade von einem Kasseler Studentenprojekt mitbekommen, die selber sozusagen aus Stampflehm und Stroh gemischt Dämmplatten hergestellt haben. Also ich finde das auch einen wunderbaren Baustoff, der aus Sicht der grauen Energie sehr gut abschneidet, der natürlich auch ästhetisch und haptisch sehr gut ist, aber auch von den bauphysikalischen Eigenschaften her, also zum Beispiel die Fähigkeit, Feuchte aufzunehmen. Das heißt, da ist aus meiner Sicht ist das sozusagen ein sehr guter Baustoff, der die sozusagen Nachhaltigkeitskriterien da erfüllt. Ich habe hier zum Thema Sanierungsstrategie noch eine sehr komplexe Frage, die also nach dem Sanierungsfahrplan fragt und nach der Bedeutung der Kühlung, die aber auch einbezogen ist in also eine generelle Herangehensweise an das Haus. Wenn ich diese Frage richtig verstehe, ist damit gemeint, ob es nicht vielleicht doch effizienter ist, wenn man sich eine Erdgas-Hybrid-Heizung kauft und noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach macht, und damit dann auch kühlt. Also statt der Wärmedämmung, also diesen Pfad beschreitet. Und die Frage, ob auch die Energieberater das im Blick haben. Ja, das ist jetzt sozusagen, ich schichte das Thema mal ein bisschen ab. Da stecken ja eigentlich drei oder vier verschiedene Elemente drin. Das eine Element ist die Hybridheizung. Und aus meiner Sicht können Hybridheizung, und das ist eigentlich das Thema von letztem Mal auch wieder, sozusagen, wie heizen wir, können durchaus Sinn machen. Also ich hatte jetzt gerade in einem Pilotprojekt hatten wir zu tun mit einem mehr oder weniger ungedämmten Einfamilienhaus aus Anfang der 70er Jahre. Auch so ein Architektenhaus mit großen Glasflächen und sehr hohem Ölbedarf. Der Eigentümer muss einfach wegkommen von diesem Öl und kann aber nicht von heute auf morgen die Glasscheibe austauschen und die Wand dämmen. Dann ist so eine Gas-Wärmepumpen-Hybridlösung durchaus eine ganz gute Idee, weil man da an kalten Tagen sozusagen die Spitzenlast zuheizen kann, weil man vielleicht auch, wenn die Temperatur an den kältesten Tagen nicht ausreicht, um eine gute Jahresarbeitszeit für die Wärmepumpe zu bekommen, dann nachzuheizen. Also das kann man durchaus tun. Deswegen, wenn man dann nicht vergisst, irgendwann auch das Erdgas auszutauschen und idealerweise das tut, indem man, und da kommen wir dann auch zu der Frage, ist das nicht besser als dämmen? Man könnte nämlich eine solche Hybridheizung einbauen, man könnte sie so dimensionieren, dass die Wärmepumpe hinterher ausreicht, wenn man dann, wenn eh was ansteht am Gebäude, Dämmmaßnahmen, Effizienzmaßnahmen, dann einfach den Gasteil stilllegen kann. Also das sind eigentlich aus meiner Sicht besonders pfiffige Konzepte. Jetzt kann es natürlich in dem einen oder anderen Fall mal sein, dass man nichts machen kann an dem Gebäude. Also es gibt Dämmrestriktionen, die man nur mit sehr, sehr viel Geld überwinden kann. Und in solchen Gebäuden kann es im Einzelfall dann auch andere Strategien geben. Aber ich finde, man sollte das sozusagen in einem solchen Sanierungs
Fahrplan entsprechend untersuchen. Das Thema Kühlung, also wenn es jetzt um ein Wohngebäude geht, ist unsere Aussage eigentlich die, dass man in Wohngebäuden in Deutschland eigentlich wirklich gucken sollte, dass man mit passiven Maßnahmen es vermeiden kann, Kühlung zu benötigen, mit außenliegender Verschattung, mit Bäumen vom Gebäude, mit überstehenden Dachüberständen, die dann entsprechend im Sommer Schatten werfen und so weiter und so weiter. Also sozusagen, das sieht man auch an dem im Wohngebäudebereich absolut geringen Endenergiebedarf für Kühlung. Und das sollte aus meiner Sicht möglichst auch so bleiben. Und da sozusagen auf Wärmepumpen zu spekulieren, weil die auch kühlen können, wäre aus meiner Sicht so ein bisschen das Pferd umgekehrt aufgezäumt. Da würde ich erstmal versuchen, das entsprechend zu vermeiden. Aber wie gesagt, im Einzelfall kann das vorkommen, und dann ist aber eine Photovoltaikanlage auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil die dann entsprechend auch den Match zwischen dem Sonnenstrom und der Kühlenergie hat. Und jetzt habe ich noch eine Frage wirklich zum Abschluss dieses Blogs, und das war die Frage nach einem Tipp für Familien, die sich gerade wegen der gestiegenen Immobilienpreise noch eine Immobilie überhaupt leisten konnten und jetzt kein Geld mehr für eine Sanierung haben. Was gibt es da für Ideen? Oh, ja, das ist, jetzt würde ich eigentlich sagen, jetzt sollte man sich mit dem Sanierungsfahrplan mal gemeinsam im Tisch beugen, weil was wir eigentlich oft feststellen, ist, dass es eine Reihe von niederschwelligen Maßnahmen gibt, mit denen man beginnen kann. Also beispielsweise, jetzt kenne ich natürlich das Objekt selber nicht, also ich nehme mal an, das ist ein Bestandsobjekt, das nicht so besonders gut ist. Wenn man da die Kellerdecke dämmt zum Beispiel, das ist eine Sache, die kostet nicht viel Geld, und gerade bei einem Einfamilienhaus hat der obere und der untere Gebäudeabschluss haben einen großen Anteil an der Gesamtfläche und also an der Außenfläche des Gebäudes. Und da erzielt man dann schon eine sehr gute Dämmwirkung oder Einsparwirkung, wenn man das entsprechend macht. In dieser Art und Weise gibt es ganz viele, ob das, ich meine, Photovoltaik ist ein Beispiel, das ist eine wirtschaftliche Maßnahme. Damit spart man Geld, wenn man den eigenen Strombedarf mit Photovoltaik macht. Da muss man natürlich vielleicht vorher gucken, dass das der Dachstuhl nicht so marode ist, dass man ihn in den nächsten 10 Jahren austauschen möchte, weil dann wäre eigentlich die Reihenfolge besser andersrum. Also mit anderen Worten, es gibt eine ganze Reihe niederschwelliger Maßnahmen, die man machen kann. Damit sollte man anfangen, danach zu gucken. Es gibt schon auch gute Förderung. Also wenn Sie auf ein Effizienzhausniveau fördern, dann liegt ja die Förderquote hier bis zu 40% und mehr, was da möglich ist an Förderung der Investitionskosten. Also das ist durchaus eine sehr, sehr gute Förderung. Und das sind dann Möglichkeiten, an denen man an der Stelle ansetzen sollte. Geld herzaubern kann ich natürlich auch nicht. Es gibt dazu natürlich noch zinsgünstige oder nahezu zinsfreie Kredite, die man, wenn man Eigentum hat, dann auch in Anspruch nehmen kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, auf der Heizungsseite was zu machen und da anzufangen, also da erstmal mit dem Klimaschutz anzufangen. Aber das muss man wirklich dann auch im einzelnen Gebäude an der Stelle schauen. Ich hatte hier noch zwei sehr interessante Fragen zum Thema eines Nahwärmenetzes und wie man die Leute überzeugt, und auch zum Mieter-Vermieter-Dilemma. Die würde ich einfach gerne mitnehmen in den zweiten Teil und würde sagen, wir machen jetzt eine wohlverdiente Pause von 5 Minuten und sind pünktlich in 5 Minuten wieder hier. Holen Sie sich einfach ein neues Glas Wasser und vertreten sich mal kurz die Beine. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen nach der Pause. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ich denke, wir können weitermachen. Genau. Das Wort hat wieder Martin Pehnt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe gerade auch noch mal in die Fragen geschaut. Da sind interessante Fragen noch drin. Ich hoffe, wir haben gleich noch ein paar Minuten Zeit dafür. Ich möchte vielleicht noch 2 Punkte ganz kurz noch rausgreifen. Das eine war, es wurde noch mal diese, und das ist wirklich ein Thema, das treibt ja auch viele um, diese Balance zwischen Effizienz und Erneuerbaren. An der Stelle vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass wir letzte Woche 2 Stunden zum Thema Erneuerbar heizen gesprochen haben.
gesprochen haben. Und gerade das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der heute einfach nicht zum Tragen kommt, weil wir da letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Und eine zweite Frage, die ich auch sehr interessant fand, nochmal zum Thema Sanierungsfahrplan. Wie finde ich eigentlich einen guten Energieberater? Das ist aus meiner Sicht auch eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich die Expertenliste, auf der man schauen kann. Auf der gibt es in dem Sinne keine Bewertung. Und deswegen gibt es auch gerade Anstrengungen, das Thema Qualifizierung von Energieberatern auch weiter voranzutreiben. Also das sind wirklich auch wichtige, auch politische Entwicklungen, über die wir flankierend, gerade wenn jetzt der Bedarf auch immer weiter steigen wird, dann auch sprechen müssen. Ich habe jetzt im zweiten Teil oder im letzten, dritten Teil ist es eigentlich schon fast noch zwei Themen auf der Liste. Das eine ist das Thema Suffizienz und Nutzer. Also wir haben bisher nur über Effizienz gesprochen. Es gibt ja auch weitere Möglichkeiten, Energie zu sparen. Und dann nochmal ein kurzer Ausblick auf die Frage soziale Kosten. Also wer trägt denn eigentlich diese ganzen Kosten? Und dazu teile ich jetzt nochmal meinen Bildschirm für diesen Teil. Jetzt müsste man das entsprechend sehen können. Genau, also zum einen, das greift vielleicht auch nochmal die Frage so ein bisschen auf, was kann denn jetzt die Familie machen, die neu eingezogen ist und im Moment kein Geld hat für Sanierungsmaßnahmen. Was natürlich schon auch sehr ein wichtiger Punkt ist, ist, dass der Nutzer einen Einfluss darauf hat. Und das ist jetzt nicht nur so platt formuliert wie die, sozusagen zieht euch einen Pullover an, wobei das natürlich einen großen Einfluss macht. Also diese Tabelle ist, finde ich, eine sehr gute Zusammenstellung für Möglichkeiten einzusparen mit bestimmten nutzerbedingten Maßnahmen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Grad weniger das Thermostat einstelle, dann im unsanierten Altbau macht das im Mittel bis zu 30 Kilowattstunden aus, die ich dann pro Quadratmeter und Jahr einsparen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Lüftungsverhalten. Also je nachdem, wie ich lüfte, ob ich Stoßlüfte, ob ich Kipplüfte, ob ich die Temperatur gerade natürlich im ungedämmten Gebäude absenke oder nicht und so weiter. Also das sind Maßnahmen, die man durch ein entsprechend bewusstes Verhalten dann auch entsprechend steuern kann. Also das ist, glaube ich, an der Stelle ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der bei Architektinnen und Architekten jetzt langsam zum Tragen kommt und sich so ein bisschen durchsetzt, aber, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Suffizienz. Was meine ich damit? Dieses Bild auch aus der Broschüre zeigt hier nochmal auf in Grau hier den Wohnflächenbedarf, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat und in Zukunft entwickeln wird. Also deutlich nach oben. Und daraus, damit wird einfach hier unten, also die rote Kurve zeigt nochmal den spezifischen Raumwärmebedarf. Vorhin hatte ich Ihnen hier vor allem die letzten Jahre gezeigt, die so ein bisschen abflachen. Und daraus ergibt sich also insgesamt einfach eine Einsparung, die nicht so erfolgt, wie wir sie eigentlich benötigen. Und da gibt es natürlich auch bauliche Ansätze. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass man in einer 60 Quadratmeter Wohnung zu fünft wohnen muss, sondern man kann das Ganze unterstützen durch verschiedene Konzepte, die auch baulich und architektonisch berücksichtigt werden müssen. Auf der einen Seite kann man natürlich kompakt bauen. Das ist jetzt hier so ein bisschen provokativ, ein Tiny House. Nicht, dass ich das propagiere als Lösung für die Platzprobleme, aber einfach die Frage, wie ordne ich die Quadratmeter an? Ich kann auch bauliche Lösungen für Teilungen und für Aufstockungen machen. Da ist es manchmal ganz gut, wenn man so ein bisschen über den Horizont hinausdenkt und das Gebäude ein bisschen vergrößert und damit aber teilbar macht, sodass man auch mit mehreren Wohneinheiten, zum Beispiel wenn die Kinder ausziehen, dann dort leben kann. Oder man kann das Ganze auch flexibilisieren. Das ist hier unten rechts dargestellt. Das sind die Grundrisse aus einem Studierendenwohnheim, das gerade in Heidelberg gebaut wird und wo die Wandelemente verschiebbar sind, sodass man geteilte Quadratmeter gemeinsam zusammengelegte Einheiten machen kann, wenn sich die Wohnbedingungen verändern, sodass man also im Prinzip flexibel reagieren kann auf die Erfordernisse und nicht direkt sozusagen dann Quadratmeter leer stehen oder man das Gebäude verlassen muss. Und das Gleiche gilt für gemeinsam genutzte Räume für beispielsweise Werkstätten, für Gästezimmer, für
allgemeine Räume in der Schweiz weit verbreitet, der gemeinsame Waschkeller, in dem übrigens auch dann nur eine Waschmaschine steht, die gemeinsam genutzt wird. Das ist ja etwas, was hier in Deutschland noch sehr wenig denkbar wäre. Also verschiedene Ansätze, die dann auch baulich sich widerspiegeln können. Hier als Beispiel dieses Studierendenwohnheim, das gerade erweitert und mit einem Holzbau versehen wird, umgebaut wird mit diesen entsprechenden flexiblen Elementen. Und das dann übrigens auch, und das zeigt diese Tabelle hier, zu deutlich niedrigeren Mieten führt. Also hier unten in der Tabelle ist einmal dargestellt sozusagen die Warmmiete pro Quadratmeter, 13,60 Euro pro Quadratmeter in diesem besagten Studierendenwohnheim und 14,50 Euro im Heidelberger Durchschnitt. Wenn man das Ganze aber pro Kopf betrachtet und nicht pro Quadratmeter, weil eben viele Gemeinschaftsflächen genutzt werden können, ist der Unterschied viel größer. Nämlich 300 Euro im Vergleich zu 440 Euro ungefähr an Miete, also ein deutlicher Beitrag, der durch diese geteilten Infrastrukturen wirklich auch dann erschlossen werden kann. Also aus meiner Sicht auch ein wichtiges Thema, das man bei zukünftigen Planungen auch mit berücksichtigen sollte. Und jetzt vielleicht zum Schluss sozusagen ein weniger technisches Thema, weil es natürlich trotzdem so ist, dass Sanierungen und bauliche Maßnahmen heute im Investitionszeitpunkt erstmal zu stemmen sind. Und aus unserer Sicht ist das Ganze vor allen Dingen auch eine Frage der Verteilung dieser Kosten. Wir hatten deswegen vor 2 Jahren schon ein kleines Gutachten erstellt, wo wir mal überlegt hatten, und das war auch jetzt eine Frage gewesen, eben in der Frage- und Antwortsitzung, wie ich gesehen habe, sagen Sie doch mal was zur Aufteilung der Kosten, was kann man da eigentlich tun? Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgehen kann. Heute ist ja das Hauptproblem, dass die Sanierungskosten in Form der Modernisierungsumlage mit 8% umgelegt werden können auf den Mieter und damit sozusagen die Mieter auch dauerhaft die Modernisierungskosten mittragen müssen, dass da auch gar nicht genau geregelt ist, welche Kosten, und da gibt es sehr, sehr viele Zweifelsfälle im Detail, dann wirklich umlagefähig sind. Und aus unserer Sicht sollte man das Thema anders angehen. Wir haben da so ein ganzes Paket vorgeschlagen von Maßnahmen, dass man auf der einen Seite diese Modernisierungsumlage absenkt, sodass der Mieter weniger tragen muss. Dann hat natürlich der Vermieter auch erstmal weniger Anreiz zu sanieren. Und das wollen wir dadurch umgehen, dass die Förderung, die der Vermieter heute von den umlagefähigen Kosten abziehen muss, dass diese Förderung entsprechend beim Vermieter verbleiben darf, sodass unterm Strich eigentlich vor allen Dingen sozusagen diese Aufteilung, wer trägt welche Kosten, Staat, Vermieter und Mieter neu justiert wird, dass der Mieter oder die Mieterin entlastet wird und der Staat aber auch stärker noch da Geld gerade in sozial schwierige Lagen auch reingibt, also sodass man insgesamt eine Neujustierung der entsprechend anfallenden Kosten hat. Dazu kommen noch weitere Maßnahmen, die man treffen muss, also das Thema Wohngeld, dass man da beispielsweise die Angemessenheitsgrenze umstellt auf Warmmietenbeträge, auch Maßnahmen in der sozialen Bodenpolitik und auch das ganz aktuelle Thema, das war ja gerade heute wieder in der Presse, dass es jetzt anders geregelt werden soll, wer trägt denn eigentlich den CO2-Preis, weil es heute ja der Mieter vor allem trägt und dass der in der Regel bis auf diese besagten nutzerbedingten Möglichkeiten keine Möglichkeit hat, zu reagieren. Also eine ganze Reihe von Änderungen, die man quasi so im Bündel angehen muss, und wenn man das tut, dann ist aber aus meiner Sicht, und es gibt noch einige Alternativvorschläge, also auch eher auf so ein Warmmietenmodell zu gehen. Wenn man das insgesamt tut, dann ist aus meiner Sicht sozusagen dieses Thema, wer trägt die Kosten des Klimaschutzes, besser gelöst und wird nicht mehr quasi zu einem vielleicht manchmal auch vorgeschobenen Argument dafür, Mieter rauszubringen, zu gentrifizieren und entsprechend die Akzeptanz der energetischen Sanierung zu senken. Ja, so viel vielleicht erstmal von meiner Seite, Sabine. Und damit habe ich sozusagen diese verschiedenen Blöcke erstmal bespielt mit ersten Informationen, sage ich mal. Das sind natürlich alles nur Andeutungen von Punkten, die man dann weiter vertiefen kann. Und vielleicht können wir das jetzt in der verbleibenden Zeit auch noch mit den Fragen, die noch einlaufen, entsprechend tun.
Ja, ich habe tatsächlich keine Fragen zum Thema die Kostenverteilung, soziale Kostenverteilung, außer dem der ursprünglichen Frage nach dem Vermieter-Mieter-Dilemma, die du ja aber schon auch beantwortet hast. So, das ist ja ansonsten immer sehr kontrovers. Deswegen, ja, würde ich jetzt einfach warten bei diesem Punkt, ob vielleicht noch da Fragen reinkommen. Es gibt aber hier eine Frage zum Thema Suffizienz. Und zwar fragt jemand, der oder die eine Tiny-House-Siedlung tatsächlich plant, wie die Wärmeversorgung, wie man die da machen sollte. Also mit die Dämmung der Einzelhäuser soll mit Seegras erfolgen. Und es gibt eine PV-Anlage und Solarthermie wäre möglich. Ja, was ist das? Was wäre die? Das ist wieder sozusagen die Verbindung aus Effizienz und Wärmeversorgung. Ja, also auch da ist eine pauschale Antwort schwierig. Wir hatten ein Projekt zusammen mit einem Fertighaushersteller, der auch sehr, ich sag mal, auf beides achtet, also auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Und für den haben wir sogenannte Aufstockungsmodule entwickelt. Die sind eigentlich sehr ähnlich wie Tiny Houses. Da haben wir so einen Kniff angewendet. Da haben wir ein sogenanntes Versorgungsherz gestaltet. Das ist im Prinzip die Toilette, also der Badezimmerraum. Und in denen haben wir eine kleine Luftwärmepumpe gestellt. Das Gebäude hat einen sehr, sehr guten Effizienzstandard, also hat einen U-Wert, der noch deutlich besser ist. Also ich glaube, wir kommen da auf 0,13 oder so, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Wir haben also einen sehr geringen Endenergiebedarf hinterher noch. Wir haben Photovoltaik auf dem Dach und diese Luft-Wasser-Wärmepumpe, die dann dieses Versorgungsherz beheizt. Das hat dann eine Wandheizung und im Prinzip braucht man gar keine Heizung mehr zu verlegen. Man hat sozusagen nur noch dieses beheizte Herz sozusagen in der Mitte, Flächenheizung dadurch sehr effizient und insgesamt einen sehr hohen Solaranteil da drin. Man kann natürlich auch anders daran gehen. Also man kann sich durchaus auch vorstellen, und da hängt es ein bisschen davon ab und vielleicht einfach, um da noch eine Idee ins Spiel zu bringen, wie die Tiny Houses angeordnet sind. Also wenn die auch gut gedämmt sind, und so klingt das ja, könnte man sich auch überlegen, ob man zum Beispiel ein kaltes Nahwärmenetz verlegt. Also im Prinzip, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, auch kaltes Wasser verteilt sozusagen. Das ist nicht ganz kalt, also es ist immer noch wärmer als, also es hat eine Temperatur, sodass dass Wärmepumpen damit dezentral gut betrieben werden. Also das heißt, man würde wirklich kaltes Wasser zu den einzelnen Tiny Houses bringen und hätte dann so eine kleine dezentrale Wärmepumpe noch angeordnet. Viele Dinge sind denkbar. Wir haben in diesem Aufstockungsmodulprojekt auch andere Heizungstypen geprüft, also auch einen ganz kleinen Pelletofen. Der hat dann wirklich sozusagen, da ist aber eher das Problem, dass man dann bei den effizienten Modulen nicht überheizt. Es gibt natürlich auch, also wenn man eine wirklich geringe Heizlast hat, dann noch die Möglichkeit, Infrarot- oder Strahlungsheizung zu machen. Das empfehlen wir aber wirklich erst bei sehr, sehr geringen Heizlasten, also ich sag mal unter 5 Watt pro Quadratmeter oder sowas in der Richtung, weil die doch von der Bilanz deutlich schlechter abschneiden als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, selbst wenn sie sehr klein ist. Jetzt habe ich doch eine Frage zur Kostenverteilung bekommen. Und die Frage lautet, welche Beispiele gibt es für Maßnahmen in Sozial- und Bodenpolitik? Ich verstehe das jetzt so, dass das um die Kostenverteilung der energetischen Sanierung, das ist ja unser Rahmen, über den wir sprechen. Und würde das eigentlich gerne noch ergänzen um die Frage. Also ich habe aus verschiedenen Diskussionen entnommen in der Vergangenheit, dass schon durch die Mietpreisbremse, die ja schon so ein bisschen länger wirkt, schon die Modernisierungstätigkeit sehr zurückgegangen ist. Und deswegen würde ich ganz gerne an dieser Stelle nochmal fragen bei dem Vorschlag des IFOI, diese Absenkung der Modernisierungsumlage ist ja schon sehr stark, ich glaube 1,50 oder sowas in der Richtung. Und also dann, dass die Vermieter die Förderung behalten dürfen, ist dann der Anreiz stark genug, um tatsächlich noch Sanierungen durchzuführen? Vielleicht so ein bisschen provokant gefragt.
Ja, zwei große Fragen, zwei sehr große Fragen. Also bei sozialen Bodenpolitik geht es eigentlich eher um etwas andere Fragen, die sozusagen die Kosten des Bauens und Wohnens für sozial schwierige Bevölkerungs- oder Bevölkerungsschichten in sozial schwierigerer Lage senken. Also zum Beispiel Dinge, wie sie jetzt Tübingen gemacht hat mit der sozusagen der Möglichkeit, Spekulationsgrundstücke zu bebauen oder die Frage Vorkaufsrechte für Kommunen mit sozialer Bindung, also Fragen in dieser Richtung, also sozusagen weg von den mietrechtlichen Instrumenten hin zu den Instrumenten, wie kann man eigentlich zusätzlichen Wohnraum auch für also sozialen Wohnraum beispielsweise schaffen. Das geht also ein bisschen in eine andere Richtung. Also sozusagen Mietpreisbremse und unser Vorschlag sind ja zunächst mal unabhängig voneinander. Also natürlich, indem die Miete dann geringer ist, hätte man auch sozusagen weniger Schwierigkeiten mit der Mietpreisbremse. Aber das würde ich erstmal unabhängig voneinander sehen. Da gibt es ja noch ganz andere Hemmnisse. Also in Berlin die Milieuschutzgebiete, in denen darf man ja auch bestimmte Sanierungsstandards nicht überschreiten. Also das sind auch Sanierungsbremsen. Also da gibt es in der Mietpolitik auch noch andere Maßnahmen, die sanierungsbremsend sind. Unseren Vorschlag haben wir so austariert, dass es von den Anreizen her für den Vermieter nicht schlechter wird als vorher, weil einfach mehr Geld dann tatsächlich über die Förderung reinkommt. Ich vermute, dass es dann über die europäische Schiene sicherlich noch eine Diskussion geben wird über diese eben benannten Mindeststandards, sodass das, wenn das zusammenfließt, dann muss der Vermieter ja entsprechend was machen. Aber das wird dann auch gefördert. Und in diesem Zusammenspiel würde dann die Dynamik auch in dem im vermieteten Bestand reinkommen. Dann habe ich noch eine Frage von Steffen Röthel, der nochmal nach der Petition der DUH fragt, dass die Vermieter die CO2-Steuer übernehmen sollen. Ist das gut? Sollte man das machen? Jetzt kommen die ganzen heißen politischen Eisen. Und da kann ich natürlich dann, also das ist tatsächlich auch eine politische Diskussion. Also ich persönlich glaube schon, dass man eine Aufteilung der Kosten braucht. Also gerade im vermieteten Bestand haben wir auch viele Gasetagenheizungen beispielsweise, wo der Mieter, die Mieterin dann die Brennstoffkosten zahlen und ansonsten überhaupt nicht reagieren können. Das ist aus meiner Sicht keine gute Lösung. So eine 50-50-Lösung, wie so im Mentia angedacht ist, ist dann ein Kompromiss. Es gab ja zwischendurch auch diesen Vorschlag zu sagen, bei einem guten Gebäude darf der Vermieter sozusagen diese CO2-Kosten weitergeben. Bei einem schlechten Gebäude muss er sie selber tragen. Das ist eigentlich auch nochmal ganz pfiffig. Es ist natürlich bürokratisch sehr aufwendig, weil ich dann das Gebäude erfassen muss und davon abhängig dann sicherlich auch der Energieausweis eine größere Rechtsbedeutung bekommt und solche Fragen. Also vielleicht ist das mit diesem 50-50-Ansatz jetzt erstmal ein pragmatischer Ansatz, mit dem man startet, weil man ja sowohl als Nutzer wie auch als Vermieter was tun kann. Aber genau, es ist in der Tat eine sehr, sehr heiße politische Diskussion gerade. Ja, das erstmal zu diesem Komplex. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal wieder springen auf das ganze Thema Fachkräftemangel und Kooperation von Fachkräften. Es gab hier noch eine Frage danach, wie können wir das denn alles überhaupt schaffen in der vorhandenen Zeit, wenn die Fachkräfte gar nicht vorhanden sind? Wir haben ja jetzt schon Probleme mit der Sanierungsrate, unter anderem auch, weil es die entsprechenden Fachkräfte nicht gibt. Und dann nochmal eine Frage zur Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten, also Energieberater, Bauausführende. Wie kann das dann eigentlich besser klappen, dass die ihren Informationsfluss verbessern und dann auch wirklich so zusammenarbeiten, dass die besten Lösungen für die Gebäude dabei rauskommen? Ja, zwei sehr wichtige Fragen. Also ich fange mal mit der ersten Frage an. Also das hatte ich ja eben auch schon angedeutet. Aus meiner Sicht ist das eins der wahrscheinlich drei größten Hemmnisse der Wärmewende, dass wir das Fachkräftethema. Und deswegen drängen wir auch darauf, sehr, sehr konkrete Lösungen zu machen. Also wir hatten ein Projekt, das hieß Change, kreative Handwerker als Gestalter der Energiewende. In dem hatten wir so eine Art Reallabor mit 20, in dem Fall Heizungsinstallateuren, Installateurinnen, oder es waren nur Installateure an der Stelle,
gemacht und hatten mit denen zum Beispiel mal diskutiert, was muss denn eigentlich passieren? Und hatten da ein ganzes Paket an Maßnahmen, zum Beispiel angefangen vom Geflüchtetenrecht, also wann dürfen eigentlich Migranten ins zweite Lehrjahr übernommen werden? Riesenhemmnisse, die dann plötzlich entstehen, die dürfen ins erste Lehrjahr, aber nicht mehr ins zweite, dürfen dann erst recht keinen Gesellen machen. Das heißt, wirklich neue Zielgruppen auch für das Thema zu gewinnen und da aber auch die Hemmschuhe aus dem Weg zu räumen, Frauen in solche Berufe zu bringen, wirklich Berufsschulen zu Orten des Klimaschutzes zu machen, duale Studiengänge einzurichten, um das Thema Sanierungshandwerk sozusagen auch attraktiver zu machen für viele, die jetzt Abitur machen. Also riesige, höhere Ausbildungsvergütungen. Also ich glaube, wir brauchen da ganz großes, sehr, sehr konkretes politisches Paket, weil das heute sehr oft so blasig formuliert wird, so nach dem Motto, das ist ein Problem, wir müssen was tun. Und ich glaube, da müssen wir genauso wie bei den technischen Maßnahmen auch mit politischen Instrumenten dran. Rangehen. Und da habe ich jetzt nur ein paar Beispiele davon genannt. Und ein Element davon ist das, was du noch in der zweiten Frage erwähnt hattest, nämlich wie arbeiten denn eigentlich die Gewerke zusammen? Also all das, was ich eben für den Sanierungsfahrplan geschildert habe, was natürlich idealerweise der Eigentümer, die Eigentümerin bündelt und den Blick aufs Gesamtgebäude hat, das ist natürlich eine Illusion vielfach. Deswegen brauchen wir diese Orte, wo Gewerke zusammenkommen. Das kann natürlich ein Architekt oder eine Architektin sein. Das ist eigentlich der natürliche Ort dafür. Wenn es jetzt aber um kleinere Maßnahmen geht beispielsweise, dann haben sich ja in den letzten Jahren durchaus auch Sanierungsringe, Handwerker-Zusammenschlüsse gebildet, wo dann ein Vorarbeiter diese Sachen koordiniert, aber dann in seinem engen Netzwerk auch Sanitär, also SAK, Stuckateur, was ich alles dabei hat. Also so eine koordinierende Funktion mit viel Praxiserfahrung ist da, glaube ich, sehr wichtig. Und drittens könnte da vielleicht auch ein Ansatz, der hier in Baden-Württemberg sehr stark verfolgt wird, auch nochmal helfen, nämlich regionale Sanierungsnetzwerke. Also was beispielsweise in Stuttgart oder auch im Allgäu begonnen wurde, dass man wirklich Orte hat, wo das Handwerk weitergebildet, qualifiziert wird, damit dann aber auch in so einen Ring aufgenommen wird, damit Werbung machen kann und regelmäßige Fortbildungen stattfinden und einfach ein Begegnungsknoten für solche Arbeiten da ist. Also das hatten wir auch mal vorgeschlagen im Rahmen der Effizienzstrategie Gebäude schon 2015, das wirklich flächendeckend in Deutschland auch zu tun. Und das ist bislang nicht auf Bundesebene sozusagen aufgegriffen worden oder von anderen Bundesländern? Ja, es gibt schon sozusagen vereinzelte, also auch verstärkte Aktivitäten. Es gibt ja auch andere Bundesländer mit Energiesparkampagnen und Ähnlichem. Aber wirklich zum Beispiel, wie wir es in Baden-Württemberg haben, regionale Energieagenturen, die wirklich in allen 36 Landkreisen vor Ort präsent sind, die dann übrigens auch noch stärker eigentlich in die Akquise neuer Handwerker und neuer Akteure gehen müssen. Also es ist ja nicht damit getan, dass diese Zentren da sind, sondern die müssen auch was tun. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung dafür. Ich habe hier noch eine Frage, die mehr so in diese politische Richtung geht, der Steuerungsinstrumente. Da fragt jemand, der ordnungspolitische Instrumente skeptisch sieht und die Frage stellt, lassen sich Hausbesitzer wirklich dazu verdonnern, ihre Häuser hochwertig zu sanieren? Ja, also das mit dem Verdonnern ist, glaube ich, also das ist natürlich eine ganz neuralgische Frage, an der wir da gerade stehen. Vielleicht hilft es an der Stelle mal kurz zu gucken. Also im Denkmalschutz sagt man jetzt ja auch nicht, es ist eigentlich egal, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also Besitz verpflichtet auch. Also es gibt Schutzgüter, die sind übergeordnet. Und dazu zählt eben auch, dass man sozusagen Denkmalschutz beachten muss. Und aus meiner Sicht ist Klimaschutz durchaus mehr als jetzt nur etwas, wozu man verdonnern wird, sondern es einfach eine gesellschaftliche Grundnotwendigkeit. Und jetzt ist die Frage, wie kann man die erreichen, gesellschaftlich verträglich? Und da ist aus meiner Sicht sind zwei Dinge ganz wichtig. Das eine ist wirklich die Langfristperspektive, also dass man das nicht bis nächstes Jahr machen muss. Aber wenn man einen Eigentümer, der ein sozusagen unbehandeltes Haus mit Ölheizung im Jahr 2050 noch betreiben will, dem muss man einfach sagen, das geht leider nicht, weil das nicht mit den Paris-Zielen übereinstimmt. Und das ist ja nicht nur ein Luxus, über den wir da sprechen. Das heißt, Langfristigkeit und lange Ankündigung ist da der eine Schlüssel. Und der andere Schlüssel ist auch, dass Ordnungsrecht mit Förderung flankiert werden muss. Also dass es dann entsprechend auch, selbst wenn es dann irgendwann die Anforderungen gibt, muss ein Haus weiter
weiterentwickeln, dass das dann trotzdem auch gefördert werden kann. Das ist auch juristisch möglich. Und wenn das beides zusammenspielt, dann ist das, glaube ich, sozusagen der Weg, der da möglich ist. Ansonsten muss man sozusagen eine Alternative aufzeigen, wie man Klimaschutz in den nächsten 15 Jahren, 20 Jahren im Gebäudebereich bewerkstelligen kann. Und wir haben jetzt sozusagen 20 Jahre Erfahrung mit Förderprogrammen und Beratung. Das ist gut. Man sieht ja auch am BEG, dass es wirkt und verstärkt, aber es ist eben noch nicht in der ausreichenden Geschwindigkeit.